Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, Leute, hier auf rpgheaven.de zum komplett Let's Play von Silent Hill. The Short Message. Ich habe gerade gedacht, welches Intro könnte man nehmen? Und auch wenn der Schocktober entweder ein kleines bisschen her ist oder noch lange hin, es passt so ein bisschen besser, wenn wir so ein Grusel-Let's Play wie das hier haben. Nehmt gerne das Trigger Warning hier auf für die Thematiken, die gleich aufgeworfen werden. Kurz bevor wir starten, Silent Hill, The Short Message ist ein Free-to-Play-Download-Game, wobei Free-to-Play in dem Sinne, ich glaube nicht, dass es etwas ist, was du jetzt über Jahre spielen kannst und es monetarisiert ist, sondern es ist eine kleine Geschichte aus dem Silent Hill-Universum, die man for free spielen kann. In Deutschland braucht ihr allerdings, wenn ihr euch das runterladen wollt, ein PlayStation Plus-Abo wegen der ab 18-Abfrage, wie auch immer die das gelöst haben. Ansonsten kostet es, meine ich, 25 Cent. Ich habe es mit meinem US-Account hier runtergeladen und ich werde gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Eventuell habt ihr schon unser Anspielen auf Rocket Beans TV mit Kollege Colin und mir gesehen, wo wir uns das kurz angeschaut haben. Allerdings, wir haben es nicht durchgespielt und ich wollte mir das Spiel auf jeden Fall auch mit dem richtigen Setting, jetzt ist es, wo ich es aufnehme, schön dunkel hier bei mir, so leicht schummrig, ein kleines Lämpchen in der Ecke, um für mich die Atmos so ein bisschen aufzubauen. Und wir gehen rein und lassen die Geschichte auf uns wirken und spielen das jetzt gemeinsam durch. Weil so super duper angetan war ich beim Anspielen mit Colin jetzt nicht davon, aber vielleicht entfaltet das Spiel ja jetzt seine korrekte Wirkung. Mehr Silent Hill kann ja eigentlich nicht schaden. Einstellmöglichkeiten gibt es so gut wie keine. Meine PS5, wo es das Spiel dann drauf gibt, ist auf Deutsch eingestellt. Es gibt deutsche Texte, aber englische Synchro, sagen wir jetzt mal vorweg. Gehen wir auf neues Spiel drauf. Und ja, auch hier behaltet gerne die Website da unten im Hinterkopf, wenn die Thematiken, die hier angesprochen werden, von wegen Suizid oder Selbstverletzung und so weiter und so fort, wenn ihr dadurch getriggert seid, bekommt ihr da weiterführende Infos. Das nochmal vorne rangegeben. Ist ja heute durchaus sinnig, so was vorne dran zu packen nochmal. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. War ich nicht gerade? Da habt ihr das Intro gesehen. Wir bekommen SMS, SMS ist wahrscheinlich nicht, eher mit dem App-Tool, mit dem Messaging-Tool von unserem Handy, bekommen wir von Maya, die wir angesprochen haben, als der Hauptcharakter Anita, den wir verkörpern. Ich will dir was zeigen, kannst du zur Villa kommen, sagt Maya uns. Ja, yeah. Maya told me to come here. Das ist wohl besagte Villa, in der wir uns befinden. Eingangs, ich habe schon erklärt, was so der Hintergedanke ist, ein downloadable Free-to-Play-Game. Es erinnert dadurch, dass man hier in Gestalt einer Person ist, die in einem scheinbar verlassenem Gebäude hier aufgewacht und was aus der Runde gekommen ist, dann ist, erinnert an Playable Teaser, an PT, die Silent Hill Demo, die wir ja vor
10 Jahren, meine ich, mittlerweile schon bekommen haben. 2014 oder so ist es her gewesen, aus der Ego-Perspektive. Und das natürlich, obwohl es eigentlich nur eine Demo, ein kleiner Teaser, der einen Gang verkörpert hat, den man aber immer wieder durchschritten hat in abgedrehten Loops. Welcome to the City of No Hope. You suck, steht da auch nochmal. Thief. Und dann also let's go 100. Kann ich nicht so genau ausmachen. Soll wohl ein bisschen so die Erinnerung dran wecken. Wir bekommen gleich erstmal alles in Ruhe nach und nach, was die Story angeht und nochmal erklärt. Ich will euch da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wie gesagt, wir haben es ja mit Colin angeschaut. Anscheinend spielt das in Deutschland, würde ich sagen, weil wir haben zwar englische Sprachausgabe und auch sonst noch englische Texte zum Teil. Ihr seht hier die City of No Hope und You Suck, aber so Schilder und Beschreibungstexte, Villa in den Tagen der Brillanz. Mit Villa ist dieses Hochhaus gemeint, wo wir im Intro davor standen, mit Hauptcharakter Anita, und wo wir jetzt drin sind. Ich kann nicht viel mehr machen, als mit meinem Handy hier alles ausleuchten, und ich kann nur kurz ein bisschen näher ranzoomen. Das sind alle Aktionen, die ich machen kann. This model. Is it this building? Und hier können wir nach und nach vorbeigucken. Hier der Plan zur Erneuerung von Kettenstadt. Also, Kettenstadt war lange eine aufblühende Grenzstadt. Seit einigen Jahren zieht es junge Erwachsene jedoch scharenweise in die Ferne, sehr zur Beunruhigung der Stadt. Im Rahmen dieses groß angelegten Projekts soll Kettenstadt mit der Unterstützung von chinesischen Investoren zum alten Glanz verholfen werden. Das Motto des Projekts ist Wiederbelebung. Die Grundstücke, die 2008 von japanischen Unternehmen ausgebaut wurden und nun leer stehen, sind ein bekanntes Problem. Wenn wir sie umfunktionieren, können wir die Kosten enorm senken und unsere Vision für ein neues Kettenstadt verwirklichen. Es zeugt. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Bisschen Heineken-Bier, ne? Real Beer, so ein bisschen. Wir bekommen ein bisschen was mit von dieser Kettenstadt, in der wir uns befinden. Wohl kein guter Ort, um als Jugendlicher aufzuwachsen. Ne? Also viele Jugendliche treibt es weg, verlotterte Gebäude, die von japanischen Investoren aufgebaut wurden, aber jetzt suchen wir nach chinesischem Geld, das alles wieder aufbaut. Die Pläne zur Erneuerung von Kettenstadt haben einen weiteren Rückschlag erlitten. Durch die Covid-19-Pandemie sind Investoren aus dem Ausland zurückhaltender geworden. Beim letzten Versuch sind die Pläne der Stadt an der Instabilität gescheitert, die durch die weltweite Finanzkrise 2008 ausgelöst wurde. Kann sich vielleicht auch noch einige erinnern. Und Investitionen durch japanische Unternehmen und Kreditinstitutionen unmöglich gemacht haben. Zwei gescheiterte Erneuerungsversuche, zwei Fehlschläge durch bedauerliche externe Faktoren. Kettenstadt will sich wieder aufrappeln, doch die Arbeitslosigkeit steigt. Der Stadtrat zieht in Erwägung, die Wirtschaft zu fördern, indem er gut ausgebildete Fachleute in die Stadt lockt, doch bisher wurden keine effektiven Maßnahmen umgesetzt. Wir sehen im Zeitungseignen auf der linken Seite, Erneuerung von Kettenstadt scheitert zum zweiten Mal. Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Es ist so aufgebaut, man würde, glaube ich, Walking Simulator dazu sagen. Zu dem Spiel hier. Ich kann auch nicht schneller laufen oder so andere Sachen dann damit anstellen. Also, dass hier schön die Atmo aufnimmt. Aber ein wesentlich größerer Umfang, als wir es mit PT gehabt haben. Und where are you, Maya? Es zeugt davon, dass wir etwas moderner hier sind, als es noch zu PT-Zeiten war. Denn wir benutzen natürlich das Handy, um alles anzuleuchten. 28. September 21, Mitteilung zur anberaumten Versammlung. An alle Bewohner der Villa, wir haben nach den jüngsten Nachrichten viele Anfragen zur Verwaltung des Gebäudes erhalten. Daher möchten wir eine Versammlung abhalten, um unsere Richtlinien formal zu erklären. Wir hoffen, dass Sie anwesend sein können. Also, ich glaube nicht, dass hier noch groß viele Leute wohnen. Guck mal, auch alles komplett zugestellt mit Müll, der Aufzug funktioniert nicht mehr. Ein Püppchen ist hier da. Was geht hier? Blumen im Kühlschrank. Kein Ausweg. Hätte ich mir auch schon gedacht. I've always been trapped. Wir haben ja aktuell, wo ich das aufnehme, direkt zum Release gegen Anfang Februar 2024, es sind ja etliche Silent Hill Projekte in Arbeit, nachdem Konami ja so lange Zeit Ruhe gab zum Thema. Hier ist abgeschlossen, okay. Mal gucken, gab es hier noch einen Durchgang? Na, gucken wir dahin erstmal weiter. Also nachdem es lange Zeit Ruhe gab, es ist ja unter anderem auch das Silent Hill 2 Remake in Arbeit vom Bloober Team, eventuell auch schon bald released. Gerüchteweise soll es ja relativ früh im Jahr 2024 kommen.
Der letzte Trailer hat nicht so viel Grundvertrauen bei mir ausgelöst. Von hier sind wir gekommen, oder? Ja, müssen wir hier nicht nochmal durchgucken. Können wir hier raus? Oh, great. It's locked. Aber wo wäre der richtige Weg denn jetzt? Weil ich möchte natürlich hier nicht hier dann im Kreis entlanglaufen. Ach, die andere Tür. In der waren wir nicht, ne? Okay, das sieht wieder mal nach hier was aus. Plus noch ein paar andere Projekte. Das Silent Hill Short Message wurde ja schon angekündigt. Es gibt noch eins, das heißt Silent Hill F, glaube ich, meine ich, was so ein bisschen sehr japanisch nach Project Zero fast schon aussah. We'll repaint it all. Okay, also dieser Mischmasch aus Deutsch und Nicht-Deutsch, also sonst würde ich hier auch erwarten, wenn das Kettenstadt ist, dass da auch wirklich deutsche Graffitis und andere Sachen dran sind. Aber in manchen Sachen haben sie deutsche Aufschriften da drauf und in anderen wiederum nicht. Did Maya do this? CB. Cherry Blossom. That's Maya's signature. She's... amazing. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. How could I ever be proud of myself? Wir haben hier eine Erinnerung wohl an Maya bekommen. Maya hat mit uns ja auf dem Handy uns schon quasi hergebeten, eine Zeichnung von Maya. Interessant, dass sie FMV, also richtig gefilmte Szenen, draus genommen haben. Das ist ein interessanter Mix sozusagen, dass wir das so mitbekommen. Was ein bisschen schade ist, sie hätte noch mal ein bisschen Grafik-Settings gerne gehabt. So, vielleicht hätte ich auf 30 FPS das nochmal beschränkt, damit es nochmal kohärenter ist, aber egal. Ne? Also einem geschenkten Free-to-Play-Gaul schaut man nicht ins Maul. Eine Graffiti-Künstlerin braucht nicht mehr als eine Sprühdose und eine leere Wand. Die Mauern eines gewissen Wohngebäudes von Kettenstadt halten für diverse Künstler als Leinwand her und überraschen täglich mit neuen Kunstwerk, mit einem neuen Kunstwerk. Unter diesen Künstlern ist auch Social-Media-Star CB, Cherry Blossom, also Maya, die ihre Leidenschaft für Blumen wird schon in ihrem Namen deutlich, der für Cherry Blossom steht. Die Kunst von CB fängt die Herzen der Jugendlichen ein wie kaum eine andere. Also haben wir sie um einen Kommentar gebeten. Ihre Augen fixierten ihr neuestes Werk, als sie uns sagte, ich will damit darstellen, was diese Mädchen fühlen, aber nach außen nicht zeigen können. Wenn sich jemand mit einem Graffiti identifizieren kann, dann wahrscheinlich, weil sie dasselbe durchmacht. CB fügte hinzu, dass die Blumen, die sie auf den jungen Mädchen ihrer Kunstwerke erblühen lässt, aus ihren Narben herauswachsen. Die Blumen stehen dafür, dass die Mädchen vergangene Traumata überwunden haben oder dies zumindest versuchen. Interessant. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Interessant in dem Zusammenhang, also wir haben es ja auch... Maya versucht uns ja auch, oder wir haben es im Flashback dann mitbekommen, uns zu animieren und auch hier, dass ihre Kunst dann ausdrückt, stärker werden aus den Traumata, an denen man leidet. Und Hauptcharakter Anita zeigt hier auch deutliche Anzeichen von Selbstmitleid. Hier. Und dann fällt dem Bebe der Kopf hier so ab. Oh, jetzt reden wir mit Amelie. Entschuldigung für die späte Antwort, bin eingeschlafen, sagt Amelie zu uns. Wir haben ihr gestern geschrieben oder zumindest, also vor einigen Tagen wohl geschrieben, habe ich gestern nicht auf der Arbeit gesehen, fühlt sich immer noch nicht gut, nimmst du deine Medikamente. Also Amelie muss auch, oder ist krank und muss wohl auch Medikamente nehmen. Kein Problem, wie geht es dir?
Gut, ich schaffe es inzwischen, mich etwas auszuruhen. Ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Kein Problem, ehrlich, alles gut. Ich bin noch ein bisschen müde, aber ich stehe bald auf. That's a relief. What's with this place? Why all the sticky notes? She never said anything nice. Okay, also Anita hat Flashbacks an das Mobbing, was sie anscheinend über sich hat ergehen lassen müssen. Auch hier, ihr seht an der Wand: Loser, Freak, Insane, Ugly. Ich kann mich erinnern, vor langer Zeit mal Screenshots mit diesem Post-it-Notes, so von wegen, oh, der neue Silent Hill ist in der Arbeit, schaut euch mal das hier so an. Es gab ja in den vergangenen Jahren immer wieder mal Leaks sozusagen. Scheint wohl, dass es sich um The Short Message handelt. Die Kurznachricht. Insane, Dump. Steht da auch noch? Who cares? Nobody cares. Crazy. Datenbericht über Fälle von Vernachlässigung. Kindesmisshandlung, Vernachlässigung in Kettenstadt. Laut einer Erhebung gab es in Kettenstadt im letzten Jahr beinahe doppelt so viele Fälle von Kindesmisshandlung wie im Durchschnitt der entwickelten Länder Europas. Als Ursache werden die wirtschaftlichen Probleme und die daraus resultierende Armut vermutet. My mom loved me. Also für Kids ist es hier nicht besonders toll, muss man sagen. Mit der Arbeitslosigkeit, mit dem Wegziehen von den ganzen, aber auch Vernachlässigung. Oh, liegt da jemand? Ich glaube nicht. Vernachlässigung und andere Sachen kommt auch noch mal mit dazu. Antidepressiva. MD-Kopfs. 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 Also für den Kopf, wenn wir schon beim deutschen Thema hier bleiben. Medicine for the Cops? Das kann es natürlich sein. Ihr seht es auch schon, das Spiel ist eher aufgebaut. Ich habe schon gesagt, man würde wahrscheinlich Walking Simulator dazu sagen, weil so der Puzzle-Faktor ist nicht so, wie man es bei dem PT kennt. Ne? Und PT war ja auch wesentlich kleinteiliger als das hier. Aber das Badezimmer hat ein bisschen was PT-mäßiges, muss man sagen, wenn wir hier reinschauen. Die Male auf der Hand von Anita zeugen natürlich auch davon, dass sie schon versucht hat, sich Schaden zuzufügen. Hier auch noch das Blut in der Wanne, mit dem wir aber nichts jetzt hier anstellen können. Das Mutter können wir natürlich zweierlei Art deuten. Und wegen Mama, ich habe Angst. Oder Sorge um die Mutter. Kann es natürlich auch sein. Warum hast du mir nicht geholfen, Mama? Oh, und Amelie meldet sich wieder. Was ist mit dir, Anita? Fragt Amelie. Was? Du sahst neulich nicht so gut aus. Mir geht's gut. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Natürlich tue ich das. Ich nehme meine Medikamente. Medikamente sind gut, aber was ist mit der Therapie? Die bringt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Mit Erwachsenen zu reden hilft nicht. Einige aus unserer Klasse mussten ins Krankenhaus. Du musst das nicht alleine durchmachen. Ich weiß, sie sagt Bescheid, wenn ich was brauche. Und die hatten es verdient. Sie fühlen sich schlecht, weißt du, sie alle. Okay, sie hatten es verdient. In dem Sinne haben andere Leute die Kinder aus der Klasse oder die Mitjugendlichen dann verletzt.
anscheinend sowohl Amelie leidet an Krankheiten und Medikamente nehmen, aber auch wir nehmen unsere Medikamente. Wir sind wohl vereint. Und als Medikamente die Medikopfs hier, die Antidepressiva. Durch den Charakter von Anita hier mit dem Selbstmitleid, was noch nach außen getragen wird, kann man natürlich daraus schließen oder schlussfolgern, zumindest, dass ist das gleiche Dokument, was sie hatten, ne? Ja. Schlussfolgern, dass sie unter den Depressionen leidet. Okay, und? Da läuft uns irgendwas hinterher. Das ist das andere Gameplay-Element. Also es ist immer noch ein Walking Simulator, wobei jetzt mehr ein Running Simulator. Aber mehr in der Richtung Fluchtsequenz. Am I safe? Where did it even go? What the fuck was that thing? Ich will dir was zeigen. Kannst du zur Villa kommen? Bist du hier? Ich bin im Studio. Maya? Hier ist ein Monster. Geht's dir gut? Ja, wir haben das Schema des Monsters gesehen. Ein bisschen so wie die Frau, die uns bei PT auch nachstellt. Ne? Du natürlich hier ein bisschen verfolgungsjagdmäßiger. Aber Maya meldet sich nicht drauf. Ich glaube nicht, dass wir die Tür aufmachen sollten, wenn das Monster dahinter ist. Zum Glück können Monster keine Türen aufmachen. Genauso wie es reicht, dass man sich unter seiner Bettdecke dann verkriecht, wenn Monster dann vorbeikommen. Berüchtigter Schauplatz für Selbstmorde. Die Villa, also das Gebäude, wo wir hier sind, das Hochhaus. Warum das Hochhaus die Villa heißt, weiß ich jetzt nicht, aber naja. Jugendliche stürzen sich bei berüchtigtem Gebäude weiterhin in den Tod. So gut wie jedes Jahr springt ein jugendliches Mädchen vom Dach eines verwahrlosten Wohnkomplexes in Kettenstadt. Trotz der wiederholten Selbstmorde bleibt das Gebäude, das seit dem Bankrott der Verwaltungsgesellschaft leer steht, leicht zugänglich. Doch weder Jugendliche noch noch Erwerbslose lassen sich von dem düsteren Ruf abhalten und betreten das Gebäude trotzdem. Auch viele junge Graffiti-Künstler nutzen es als Leinwand für ihre Arbeit, während die Bedenken der Anwohner immer weiter zunehmen. Steht auch übrigens auf der linken Seite, ne? Jugendliche stürzen sich bei berüchtigtem Gebäude weiter in den Tod. Bedenken nehmen zu. Please, not Maya too. She has been acting weird lately. Ja, wenn ein Ort natürlich den Ruf einmal weg hat, dann zieht es natürlich auch dann Leute an, die da, oh, das ist das Selbstmordgebäude. Vielleicht ist das ein Zeichen oder so, ne? Also man sieht es ja hier auch durch den Zeitungsbericht. Aber auch parallel natürlich, du hast eigentlich ja sowas Lebensbejahendes wie hier von Maya wieder hier Kunst, die aus ihrem Trauma dann entwachsen und huff. Also da, wo es gerade entwächst, ich will auch gar nicht spekulieren, was da für ein Trauma los ist. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Okay, also Maya hat eine. Maya hat so eine ganz eigene Perspektive darauf. So, was man sich fragen kann, hat Maya selber Trauma erlebt, dass sie jetzt hier mit sowas verarbeitet? Oder nutzt sie sozusagen das Trauma um sich drumherum, die Erfahrung, die sie mit anderen Leuten macht, empathisch in der Form, um quasi das Trauma der anderen für Kunst quasi zu instrumentalisieren, hört sich dann wieder sehr negativ an, als ob man es dann eben wirklich ausnutzt. Oh Gott, können wir jetzt hier hin, wo das Monster ist? Aber dann eher in dem Sinne gedacht, dass es so der Katalysator ist und man vielleicht auch Opfern von Traumas dann hilft. Indem man durch die Kunst vielleicht, dass es ein Katalysator ist für dann eigene Fortbildung, Weiterentwicklung, Verarbeitung, besser gesagt, ne? Der eigenen Gedanken. Oh, the famous suicide spot.
Da standen wir unten vorhin im Intro, wenn ihr euch erinnert, ne? Da, wo die ganzen Blumen ausgelegt sind und wir sehen, wenn ich jetzt schätzen könnte, wir haben es nicht ganz beendet mit Colin, wir sind dann ein bisschen weiter als hier. Aber mein Gedanke wäre, dass wir uns dann konkret immer weiter hoch zum Gebäude arbeiten. Die jüngere Generation und soziale Medien, ein Bericht. Im Nebel der sozialen Medien, Einsamkeit und Angst unter Jugendlichen. Alle der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie sich für die bekannten Selfies, die sie online gepostet haben, schämen würden. Zudem sagte sie, dass sie Angst davor hätten, zudem sagten sie, dass sie Angst davor hätten, keine Likes für diese Fotos zu bekommen. Alle Befragten hätten ein äußerst schlecht ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Je größer ihre Ängste und je niedriger ihr Selbstvertrauen waren, desto stärker reagierten sie auf positive Aufmerksamkeit. Da kommt natürlich einiges einher, ja. Bestätigung durch Social Media suchen, sich an Likes, quasi sein positives Empfinden an Likes festmachen, aber wenn die dann ausbleiben, was natürlich bei Social Media auch klar und deutlich passieren kann, ne, ist ja keine Garantie für das hier dass das aber auch persönlich genommen wird. Ne? Die Erfüllung, die sie verspüren, wenn sie online einen Like bekommen, ist für Erwachsene kaum nachvollziehbar. Weiterhin stuften die Jugendlichen ihr Verhalten auch dann nicht als positiv ein, wenn sie dafür Anerkennung bekamen. Stattdessen fielen sie schnell in ihr verzweifeltes Streben nach Aufmerksamkeit zurück, um die Leere zu füllen. Diese schädliche Suche nach Bestätigung ist vor allem eine Gefahr für Jugendliche, die psychisch noch nicht reif sind. Ey, das sind interessante Perspektiven, muss man sagen. Oder zumindest das Grundthema oder der Grundtenor, was sie hier für das Short Message gemacht haben. Falls ihr das Video mit Colin gesehen habt, ich fand es ein bisschen plump hier und da an gewissen Stellen, aber es hängt natürlich auch viel davon ab, wo das konkret alles hingeht. Das Ende hatten wir ja noch nicht gesehen. Hier waren wir schon, ne? Da war das andere. So plump in der Hinsicht ist schon sehr deutlich gefühlt, dass dann bestimmte Thematiken, wie wir sie gerade hier gehört haben, angesprochen werden. Heißt natürlich nicht, dass man das nicht in so einem Spiel machen sollte. Gerade sowas wie Silent Hill, was eigentlich für psychologischen Horror und die Abgründe der Seele, wie auch immer du es nennen möchtest, dass da mal dem eine Bühne geboten wird oder sozusagen, dass sowas mal angesprochen werden kann und Grundlage eines emotionalen Erlebnisses über ein Videospiel werden kann. Das ist ja total drin. Subtilität ist auch etwas, was ich aber auch an Silent Hill ansonsten schätze, ne? Dass du... Maya, I hope you're all right. Dass es alles nicht sofort direkt vorgekaut einem wird. Aber vielleicht bin ich da ja auch alleine so und würde sagen, vielleicht braucht man ab und zu mal ein bisschen deutlicheren Fingerzeig darauf, worum es geht. Und natürlich bekommen wir die ganze Zeit auch Social Media, weil Chatprogramme sind auch Social Media, muss man sagen. Übrigens, nochmal über das College nachgedacht? Ich kann nicht. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Also, wenn man nicht mal auf dem College ist, wenn man mal auf dem College ist, kommt man nicht mehr hierher zurück. Nein, ich komme auf jeden Fall zurück. Meine Eltern würden mir die Hölle heiß machen, wenn ich in den Ferien nicht nach Hause käme. Aber denk einfach nochmal über das College nach, okay? Hab doch gesagt, dass ich nicht kann. Das ist nichts für mich. Studieren ist nicht mein Ding. Du weißt, dass ich dir helfe. Wenn Kettenstadt eine deutsche Stadt ist, da würde man aber Universität statt College sagen. Und an sich, ja, College und Unis funktionieren auch ein klein bisschen anders als in Amerika. Aber wer weiß, was das für ein Mischmasch hier ist. Amelie sagt, das ist nicht wahr, du bist viel zu hart zu dir selbst, sei stolz darauf, wer du bist. Warte, was ist mit den Zeichnungen, die du mir gezeigt hast? Du könntest einen Kunstkurs besuchen, das könnte Arbeit bringen, oder? Ich bin nicht Maya, okay? Bist du das wirklich nicht? Emily doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out.
Wir denken in den Flashbacks an die Zeit zurück, die wir hier mit Maya im Gebäude verbracht haben. Könnte Anita hier auch einen Crush auf Maya gehabt haben? Können wir vielleicht so interpretieren. Warnung nicht betreten. Graffiti, rechtswidrige Besetzung und andere Vergehen werden den lokalen Behörden gemeldet. Naja, ist nicht gerade gut sichtbar, das Schild hier. Und die haben sich die Mühe gemacht, auch das mit den Post-its auch für die real gefilmten Szenen zu nehmen, ne? Maya, are you here? Ein bisschen schade. Ich finde es so mit den echten Szenen, da sieht man natürlich die... dass es nicht absolut lippensynchron ist mit der englischen Synchro. Ich hätte da vielleicht dann doch gerne eine japanische Original gehabt oder eine deutsche gar direkt, wenn wir hier schon mit einem Skizzenbuch in Deutschland sind. Are these Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. They seem happy. A new life. Das ist die zweite Skizze oder das zweite Bild, was wir gesehen haben. Das Skizzenbuch, was Maya hier gemacht hat, womit sie dann die Fotos oder die, naja, die Zeichnungen erstellt hat. So full of life. Maya? Bist du hier? Wo bist du? Diese Ort ist gefährlich. Wir müssen hier weg. Maya, bitte antworte mir. Maya schreibt auch nichts anderes als bist du hier, ne? Why won't she reply? Where are you? Am I going crazy? Das Bild. Aber wir sind jetzt gerade hier zum ersten Mal eigentlich auf dem Weg. Das Bild hatten wir noch nicht gesehen. Ist aber auch ein Handy, was gut lange hält, ne? Mit dem Akku. Aber das ist noch nicht ganz fertig. It's beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Even more followers. I lost followers again. Some new followers here. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Sexy. Loving it. Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow, you hate your followers? Oh, congrats on reaching your follower goal. Did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? How could I forget that? Are you all right, Anita? Hello? Hello? Hello?
Who's this? Find it. Who? Okay. So, mal einige Revelations, die wir bekommen haben. Die Cutscene mit der Social Media spielte natürlich auf das an, was wir im Dokument gelesen haben, von wegen Bestätigung durch Likes, Vergleichen mit anderen Leuten, oh, mehr Follower als ich, aber auch wenn positive Sachen kommen, werden die auch negativ interpretiert. Ich hätte jetzt diese Doppelung nicht gebraucht, ne? Von wegen, was ich gesagt habe, ein bisschen zu plump hier und da. Den Artikel hätte ich nicht lesen müssen, oder zumindest, wenn das in dem Text drin stand, in dem Artikel, den wir vorhin dann als Dokument gelesen haben, dann brauchen wir nicht nochmal exakt das als Cutscene hier nachgespielt. Aber wir haben jetzt das Revelation bekommen, dass Maya wohl tatsächlich hier tot ist. Ne? Oh, und jetzt werden wir hier wieder verfolgt. Ja, die Verfolgungsszenen sind so ein bisschen... Oh. Verfolgungsszenen sind so ein bisschen Silent Hill Shattered Memories. Auch wenn die da nicht aus der Ego-Perspektive waren. Das ist ja das Silent Hill-Spiel für die Wii gewesen. Was auch mehr Adventure war und nicht wirklich Kampf gehabt hat, aber man musste. Oh, da kommt. Okay. Da kommt das Monster. Ob wir irgendwie dran vorbeilaufen können. Wir nehmen die Treppe, ne? Treppe ist immer gut. Wir haben es tatsächlich aufs Dach geschafft. Maya died. But her art... Even more followers. No one is ever going to notice me. This is where Maya jumped from. Bad things happen because of you! Maybe I can be like her. Here goes. Tja, und damit haben wir es beendet. Ne? Das Intro läuft jetzt hier wieder. Fangen wir das Spiel wohl wieder von vorne an. Am I back at the villa? But why didn't I die? Ja, wir sind wieder am Anfang des Spieles. Hast du es gefunden? Schreib uns mal, ja, was gefunden. Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Bist das wirklich du, Maya? Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Maya ist tot, du bist nicht sie. Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Wer zum Teufel ist das? Du kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Sag es mir! What the fuck? Also eine Schleife, Gameplay oder Storytechnisch auch, wie wir es bei PT haben. Nur natürlich jetzt im größeren Maße. Wir hatten es aufs Dach geschafft, wohl Anita mit den ganzen Emotionen, die sie schon feigeboten hat im Bereich vorher. Aber der Tod von Maya hat sie nochmal
unter anderem mit dazu gedrängt, vom Dach zu springen. Und unser Akku ist auch nochmal jetzt hier leer, was nicht so geil ist, sodass wir relativ wenig jetzt hier erkennen. Hat dazu gesorgt, dass Anita wieder im Keller oder hier im Erdgeschoss zumindest anfängt des Spiels. Und wir erst gehen dürfen, bis die Anita, die, Entschuldigung, die Maya, die nicht die Maya ist, uns eventuell rauslässt oder werden wir, wie auch immer. Ne? Also irgendwas hat dafür gesorgt, dass wir nicht gestorben sind bei dem Fall nach unten. Ich weiß nicht, ob da konkret die Zeit zurückgedreht wurde. Bad girl gets an empty and light. Andere Message hier, ne? Da stand was anderes, meine ich, draus wieder dabei gewesen. Also, ja. Wir werden erst hier rauskommen aus dem Gebäude, bis wir es gefunden haben, was auch immer es ist. Schneller laufen kann ich übrigens nicht. Wie gesagt, das einzige Laufen, was ich machen konnte, war war dann, oh, die Tür war, glaube ich, nicht offen das letzte Mal, war dann bei den Verfolgungsjagden. Oh, und guck mal, also Taschenlampe, die wir vielleicht dann wieder mitnehmen, aber da hat jemand das Bild übermalt. What? Who would do this? Taschenlampe mag sie allerdings nicht mitnehmen. Deshalb gehen wir wieder raus. Muss ein bisschen mal checken, ob ihr genug erkennen könnt. Mein Fernseher ist noch ein bisschen dunkler als das Bild, was ihr seht. Aber jetzt gerade ohne eigenes Licht soll es auch zu dunkel fast schon sein. Ich hätte gern einfach mal das Lämpchen mitgenommen. Die jüngere Generation und Traumata im Bericht. Einsamkeit und Angst unter Jugendlichen 2. Kinder, die aus Traumata Geschichten machen. Alle befragten Jugendlichen litten wegen vergangener Erfahrungen unter tiefsitzenden psychologischen Problemen. Interessanterweise brachten alle Teilnehmer diese als grandiose Geschichten zum Ausdruck. Ist grandios das richtige Wort, Leute? Oder so? Ein Mädchen sah sich als tragische Heldin und war davon überzeugt, bei ihrer sie missbrauchenden Stiefmutter aufzuwachsen, während ihre liebende echte Mutter anderswo auf sie wartete. Ein anderes Mädchen glaubte, dass ihre Kindheitsnarben eines Tages zu wunderschönen Kirschblüten gedeihen würden. Das klingt nach Maya. Diese im Angesicht extremer Not zweckdienlichen Geschichten entstehen aus einem tiefen Wunsch, dem unerträglichen Schmerz und Selbsthass zu entkommen. Je schlimmer das Trauma, desto ausgefallener die Geschichte. Also eine künstliche Welt, die aufgebaut, um quasi an seiner an dem gesunden Geist festzuhalten, so gut es geht, ne? How could somebody do this? Unser Handy geht ja auch wieder, ne? Du bist so selbstverliebt, was ist das für ein Scheiß? Na super, noch mehr Leute mit völlig kaputten Ansichten. Deine Kunst ist Kacke. Selten was Schlechteres gesehen. Some people really have nothing better to do. Okay, das war ich mir manchmal auch, wer dann solche Kommentare dann hinterlässt. Und ja, da stehen, das sind wohl die Leute, die böse Kommentare loslassen im Internet, die schön dann mit Dartpfeilen beworfen wurden. Die unsichtbare Masse im Internet, wo das Internet benutzt wird in den Kommentarspalten als Abladefläche. It's all your fault, it's your fault. Es wird immer nebliger, ne? Jetzt hier im zweiten Anlauf. 666. Sehr viele Dartpfeile hier. It won't open. Es geht nicht auf, okay. Können wir irgendwo anders so weiter? Da gibt es eine Toilette. Da können wir rein. Oh. Mit dem Backpack hier sogar. Aber aufmachen, interagieren können wir leider nicht. Kann ich draußen denn entlang? Okay, hier entlang geht's. Bisschen wie das Apartmentgebäude in Silent Hill 2 hier, ne? Also auch jetzt im
Let's Play für und mit euch hier. So ganz fühle ich es noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn die Grundstimmung jetzt hier, wo ich spiele, wesentlich einnehmender ist und dunkler. Im Nebel der sozialen Medien, Einsamkeit und Angst unter Jugendlichen. Hatten wir das schon? Alle der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie sich für die pikanten Selfies, die sie online gepostet haben, schämen würden. Zudem sagten sie, dass sie Angst davor hätten, keine Likes für die Fotos zu bekommen. Ich meine, das hatten wir, oder? Ich lese mir nochmal vor. Alle Befragten hatten ein äußerst schlecht ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Je größer ihre Ängste und je niedriger ihr Selbstvertrauen waren, desto stärker reagierten sie auf positive Aufmerksamkeit. Die Erfüllung, die sie verspüren, wenn sie online ein Like bekommen, doch, hatten wir doch, ne? Diese schädliche Suche nach Bestätigung ist vor allem eine Gefahr für die Jugendlichen, die psychisch noch nicht reif sind. Das hatten wir doch. Wir sind wieder in dem Raum gelandet, wo wir schon waren, nur von außen jetzt. Na, guck mal, Millie meldet sich endlich wieder. Entschuldigung für die späte Antwort. Bin eingeschlafen. Ja, stimmt. Wenn sich die Schleife wiederholt, dann auch die Messages von Amelie, oder? Geht's dir gut? Gut genug, um aus dem Bett zu kommen. Entschuldige, dass ich eine schlechte Freundin war. Ist Maya wirklich tot? Warum fragst du das? Bitte sag es mir. Ich kann auch noch nicht glauben, dass sie tot ist. Ich wünschte, es wäre eine Lüge. Sie schien völlig in Ordnung zu sein, bevor es passierte. Also ist Maya wirklich tot, ja? Anita, geht's dir gut? Hast du genug geschlafen? Einigermaßen. Ich nehme ein paar gute Medikamente. Medikamente sind gut, aber was ist mit der Therapie? Die bringt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Maya hat dir wirklich nichts erzählt? Nein, sie hat nur über ein Buch gesprochen, das sie kürzlich gelesen hat. Trotzdem fühle ich mich schuldig. Auch wenn sie mir nichts gesagt hat, hätte ich wissen müssen, dass etwas nicht stimmt. Maya really not say anything? Like, at all? So what'd you think of the book? The author killed themselves when they were young. Something beautiful from something tragic. It's kind of enchanting, isn't it? I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? I actually kind of like that, though. You write in a really flowery and passionate way. I can't wait to read more. Oh, okay. Letters. Also Maya hat sich wohl in den Gedanken verliebt, ihre Kunst wird, oder in den romantisierten Gedanken, dass ihre Kunst davon nochmal verstärkt wird, wenn der Künstler in jungen Jahren stirbt, was vielleicht ihren Selbstmord auch erklären würde. Jugendliche stürzen sich zum Tod, ja, das hatten wir auch schon. Aber wir haben auch ein bisschen was über Anita erfahren, also dass Anita wohl Talent für Schreiben hat und gegebenenfalls Maya einen Liebesbrief oder was Vergleichbares geschrieben hat und Maya ganz angetan ist. Also da ist wohl auch eine romantische Beziehung vielleicht auch, die dann untereinander herrscht. Oder zumindest eine, die im Anklang war. Ne? Wer weiß, wie weit sie vorangeschritten war. Ich wundere, was diese Leute über sprechen. Fortune-telling? A lot of people are getting into that, huh? You don't believe in that stuff? Well, I think there's something real about it. My great-grandmother was a fortune teller. I hear people here used to treat her like some sort of prophet. But they all eventually turned on my great-grandmother. Guess you can predict other people's futures. But not your own.
Okay, also Maya glaubt auch als Wahrsagen. Könnte es sein, dass das die Wohnung von Maya war, wenn hier vielleicht so ein Schrein aufgebaut ist im Gedenken an ihre Großmutter vielleicht? Also wenn die Großmutter vorher oder früher dann Tarotkarten gelesen hat, die Zukunft weiß gesagt hat, also auch etwas, woran Maya wohl mit glaubt. Der Glaube an die Hexe von Kettenstadt. Diejenigen, die an die Hexe von Kettenstadt glauben, haben viele Praktiken mit modernen Wiccas gemeint. Dazu gehören beispielsweise das Beten für eine reiche Ernte oder die Verehrung einer Göttin. Der Glaube an die Hexe zeichnet sich jedoch durch die Mischung aus westlichen und östlichen Bräuchen aus. Über die Ursache dieser Vermischung gibt es eine recht kreative Theorie. Während japanische und deutsche Geschäftsmänner und Arbeiter in den 1930ern gemeinsam auf wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand hingearbeitet haben, soll es einen kulturellen Austausch gegeben haben, der den Glauben an Hexen verbreitet haben soll. Das Zusammenspiel zwischen japanischer und deutscher Kultur, also Kettenstadt, wir sind wohl in Deutschland hier, wenn ich so interpretiere, ne? Wenn wir es immer so mehr bekommen. Die hätten dann aber auch wirklich, also all das hätte in Deutsch eigentlich sein müssen, was aber dann die meisten Leute nicht hätten lesen können. If you want food, do what I say. Das klingt nach dem, das ist die Mutter, ne? You want food, do what I say. Wir haben in dem einen Dokument ja auch gelesen, ein Mädchen war dabei, das quasi sich selbst die Lüge vorgespielt hat, dass es eigentlich nicht ihre echte Mutter ist, die mit ihr im die sie nicht gut behandelt, sondern eigentlich nur eine Stiefmutter. Also vielleicht handelt es sich dabei ja um Anita und die andere Person, die da beschrieben wurde, ist eben dann Maya, Cherry Blossom. Die Verherrlichung von Tod. Oh, warum ist denn, warte mal. Der Titel? Nee, wird nicht mehr angezeigt. In der japanischen Kultur ist schon lange eine Schönheit durch Opferung verwurzelt, wofür Harakiri, also das Aufschneiden des eigenen Bauches, das perfekte Beispiel ist. Zweck dieses Rituals ist, die Welt von den eigenen Vergehen zu befreien und sich selbst zu reinigen, indem man sich das Leben nimmt. Dieser Gedanke ist für viele aus der westlichen Welt befremdlich und vor allem junge Leute nehmen fälschlicherweise an, dass sich Japaner nach einem schönen Tod sehnen. Moderne Japaner sehen Selbstmord längst nicht mehr in einem so positiven Licht. Dabei schätzen sie nicht unbedingt das biologische Leben, sondern vor allem das Soziale, in dem der Tod nötig ist, um das Leben zu schützen. Ist natürlich hier auch etwas, ich betrachte das jetzt beim Spielen unter der westlichen Linse oder gerade ja, wie man dann mit unseren Kulturkreisen damit umgeht. Ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, wie gerade mit Selbstmord und anderen Sachen in Japan umgegangen wird. Also Harakiri ist ja fast schon ein Klischee, ne? Und ich kenne nur die Variante, wie es dann in den Medien verarbeitet wird. Das ist natürlich, wie sich das gesellschaftlich, wie das verankert ist in der japanischen Gesellschaft, wie dort mit Selbstmord umgegangen wird. Ob es da auch die Bestrebungen wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten gibt, einfach mehr Aufklärung und mehr Support für selbstmordgefährdete Menschen dann gesellschaftlich dann anzubieten und aufrechtzuerhalten. Da weiß ich nicht darüber Bescheid. Das ist natürlich auch alles hier ein entsprechender Kommentar mit darauf, es ist ein Spiel, was von Japanern gemacht wurde. Hexadrive ist, meine ich, ein japanisches Studio, die Entwickler, die dann hier dahinter saßen. Hexadrive kenne ich persönlich nur als Porting-Studio hauptsächlich. Die haben die HD-Version von Zone of the Enders von beiden Spielen gemacht, das weiß ich noch. Hasserfüllte Notiz. Das ist alles deine Schuld. Alles, du herzloses Miststück. Du hast mir alles gestohlen, meine einzige Freundin und meinen Platz in dieser Welt und es ist dir egal, dass ich für dich unsichtbar bin. Ich hasse dich. Du bist nicht talentiert, du bist nichts Besonderes. Dieses beschissene Gekritzel soll Kunst sein. Du kamst aus dem Nichts und hast alles kaputt gemacht. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Verschwinde verfickt nochmal aus meinem Leben, du Stück Scheiße. 3 Ausrufezeichen. Das ist aber jetzt nicht was Anita reingeschrieben hat für Maya oder so, ne? Oder äußert sich, Liebe schlägt den Hass um oder irgendwie sowas. Oder ist es was Anita bekommen hat? Kann man jetzt leider nicht sagen. Haben wir hier schon wieder? Och, das Periodensystem der Elemente, das ist doch nice. Gibt es ein paar neue Elemente? Ne, ich glaube, wie man sie kennt. Uni-Vorbereitungstagebuch Oktober 2020 bis November 2020. 17. Oktober. Ich kann mich endlich aufs Lernen konzentrieren, also mache ich vielleicht die Nacht durch. Das ist zwar schlecht für meine Haut, ich höre schon, wie sie mich Troll oder Nerd nennen, aber das ist mir egal. Ich muss es auf die Hochschule in der Stadt schaffen. Mama und Papa, nimm doch ein Fach, was nicht so einen hohen NC hat oder so. So wie ich es gemacht habe.
damals, vor langer Zeit. Mama und Papa zählen auf mich. Ich werde sie stolz machen und es auf Anhieb schaffen. Also dann Bücher auf und los. 9. November. Papa hat davon heute geredet, dass die Stadt erneuert werden sollte. Sie wollten alles mit Geld aus China aufhübschen, aber die Pläne sind wegen Corona ins Wasser gefallen. Klar, es wäre cool gewesen, wenn alles geklappt hätte, aber selbst dann hätte ich mir nicht vorstellen können, zu bleiben. Nicht hier. Selbst als ich noch klein war, war diese Stadt nichts Besonderes. Es gibt nichts zu tun. Die Gebäude sind uralt. Wir leben in einem Kaff. Eben in einem Kaff. Meine Zukunft liegt nicht hier, sondern in der Stadt und dem Hochschulleben. Wegen meiner Aufnahmeprüfung nächstes Jahr hängt alles, von meiner Aufnahmeprüfung nächstes Jahr hängt alles ab. Ich muss weg, bevor mein Bruder zurückkommt. Gibt es Aufnahmeprüfungen mittlerweile? Okay, meine Uni-Zeit ist schon lange her, aber muss man eine Aufnahmeprüfung hierzulande machen? Vielleicht hängt es auch vom Fach ab. Also früher war es bei uns ja nur der NC. Wie war dein Abi-Durchschnitt? Passt es für den Kurs, den du studieren möchtest? Bei mir ging es gerade noch. Wir sehen ein paar Fotos hier an der Wand, ne? Kann ich da hin? Okay, es ist ein Pärchen hier. Uni-Vorbereitungstagebuch. 21 bis August bis September 21. Also einige Zeit später, fast ein Dreivierteljahr nach dem ersten Messages, die wir gekriegt haben. Ich habe heute mit der Post Materialien von meiner ersten Wahl gekriegt. Erste Wahl wohl für die Uni. Ich werde auf eine Hochschule gehen. Ich bin so froh, ich kann es nicht fassen. Mama, Papa, ich werde beim Lernen richtig ranklotzen und die beste Tochter überhaupt sein. Vielen, vielen Dank für alles. Mama und Papa am 22. September brüllen sich an und es fällt immer wieder das Wort Insolvenz. Meinten sie nicht, dass sie zurechtkommen, auch wenn die Erneuerung flach fällt? Also sind sie jetzt pleite, oder? Heißt das, dass ich nicht auf die Hochschule kann? War die harte Arbeit umsonst? Niemals. Lass mich nicht allein, Mama. Ich kann nicht hierbleiben, nicht mit meinem Bruder. Okay, 23. September. Mama ist gerade ausgezogen. Sie hat gesagt, ich soll dir aus dem Weg gehen. Ich muss hier weg, ich will einfach verschwinden. Aber wohin? Das ist alles ein böser Traum, nur ein böser Traum. Okay, also vielleicht sind das Bruder und Schwester jetzt hier. No. Und das Verhältnis, weil wir haben auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, wenn es sich hier um Maya oder jemand, immerhin westliche, also das deutscher Stromverteiler hier, das haben sie mal richtig gemacht. Wenn es sich um Maya, um Anita hier handelt, Nachrichten über Selbstmorde, dann erfahren wir jetzt natürlich hier erstmal über den Bruder, Schülerin tot aufgefunden, möglicher Selbstmord, 25. September 21, also ein bisschen nachdem wir die Nachricht hier vorhin gelesen haben. Am 24. hat ein Anwohner gegen 10 Uhr beobachtet, wie eine 18-jährige Schülerin in Kettenstadt vom Dach eines Wohngebäudes gefallen ist. Das Mädchen wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, ist dort aber 2 Stunden später verstorben. Der Schule zufolge war das Mädchen verzweifelt, weil es wegen Schwierigkeiten im Elternhaus nicht auf eine Hochschule gehen konnte. Oh oh, okay, dann es handelt sich um das Mädchen hier. Es hat vielleicht dann der Vater oder so ist die Zeitung dann geholt. Sie hat keine Nachrichten und auch kein Tagebuch hinterlassen, doch die Polizei geht von einem Selbstmord aus. Schülerin tot, möglich Selbstmord, 25. September. Okay, dann geht's hier um Amelie. Dann ist Amelie aber auch tot, dann sind wir alle hier tot wahrscheinlich im Haus und bekommen trotzdem Nachrichten. Dann ist es Amelies Wohnung. Dann haben wir hier auch alle gewohnt, ne? Das war nicht nur ein verlassenes Haus. Okay. It's locked. Universitätseinführung. Medizinische Fakultät der Medizinischen Universität Deutschland. Einführung. Liebe angehende Studentinnen. Immerhin wurde 2021/22 auch schon gegendert hier. Willkommen an der Medizinischen Universität Deutschland. Die MUD wurde 1709 gegründet und ist eines der ältesten und renommiertesten Institute Europas. Unsere hochmodernen Forschungsanlagen warten auf Sie bereits. Details zur Einführung, wann? 24. September, oh, der Tag am Selbstmord. Wo? Im Audimax der medizinischen Fakultät, bitte tragen Sie eine Maske. 11.30 Uhr bis 13 Uhr, das war auch der Tag, wo dann das Mädchen hier, Amelie wants to go to, wo Selbstmord begangen hat, also Amelie wahrscheinlich. Herr Anita, hast du kurz Zeit, um zu reden? Klar, was gibt's? Du scheinst vorhin etwas verwirrt zu sein, schienst etwas verwirrt zu sein. Wenn ich etwas bedrückt, kannst du es mich wissen lassen. Danke, aber es geht mir gut. Aber du bist doch tot. Tut mir leid, dass ich es angesprochen habe, ich will nicht stören. Nein, schon gut, macht mir nichts. Hey, wir sollten mal zusammen shoppen gehen. Das hilft. Ich habe mein Haus seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verlassen, weil du tot bist und das Haus nicht mehr verlassen kannst. Und mein Bruder kommt her. Ach so, alles klar bei dir? Ja, ich versuche nur, ihm so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Also shoppen, ja, wir finden schon was Nettes für dich. Nein, schon gut, ich bin kein Fan von Menschenmengen. Und an mir sieht sowieso nichts nett aus.
Hör auf so zu reden, du bist viel zu hart zu dir selbst. Du siehst richtig gut aus, du musst nur das richtige Outfit finden. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Jetzt geht die Tür auf, bestimmt, ne? Jawohl. Im Müllraum waren wir schon. Meine ich. Genau. Also gegenüber des Müllraums ist das die Wohnung von Amelie. Amelies wunderbare Welt des Selbstmitleids. Und die nächste Tür öffnet sich. Und wer hätte es gedacht? Also jetzt nicht gedacht, aber anscheinend landen wir in der Schule. Typisch amerikanische Schule auch. Oder gibt es mittlerweile auch solche Spinde in Deutschland? Meine Schulzeit ist ein bisschen her, Leute. Seht es mir nach, wenn ich über solche Sachen dann aus meiner antiken Perspektive dann berichte. Damn! Einfach mal einen Schuh geworfen. Als ob ich George W. Bush wäre. Go away! Hau ab. Und eine Flasche. Nein zu Drogen. Im Ausland studieren. Pyrrhon-System, Universitätseinführung. Rückkehrregeln. Okay. Start 1. Starten Sie eine Selbsthilfegruppe. Was ist eine Selbsthilfegruppe? Neuzugang? Bist du auch ein Neuzugang? Gehen wir doch in das Zentralmuseum. Alle Wegen führen nach Rome. Sorry, Leute, wenn ihr das in Deutschland so rausbringt, muss ich dann doch natürlich hier auch mal genau nachgucken. Verwirklichen Sie Ihre Träume. Ja, immerhin. Das andere bin ich dann zu weit weg. Warte mal, was steht da? Mitteilung der Bibliothek ist rechts unten. Da sind die Öffnungszeiten. 9 bis 17 Uhr. Außer samstags. Sonntags geschlossen. Samstag ein bisschen früher weg. So. Freak. No wonder nobody likes you at school. Der ganze Müll hier, der mir entgegengeworfen wird. Witches Locker. What the hell? Get out, you freak slut! Your art's fucking weird! Cut, you piece of shit! Haben mich aus der Schule in den Müll geworfen. Vielleicht ist das so ein Mobbing-Vorfall, den Anita mal über sich ergehen lassen musste. Oh, und guck mal. For me it's always like this. Shut your whore mouth! Als Maulhure? Oh ja, und der surreale verschlungene Gang, das hatte ich auch schon gesagt, also wir sind gleich an dem Punkt, wo Colin und ich dann ausgestiegen sind, dann ist auch für mich dann alles neu. Erinnert mich an den Gang aus dem Waldtempel in Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, wo man quasi Decke und Boden miteinander gewechselt hat, wenn man da durchgegangen ist. Mit ein bisschen mehr Beschimpfung hier natürlich. So, da haben wir es wieder, zumindest in den Gang, geschafft. Leute, ich muss an dieser Stelle eine kleine Pause machen. Für euch wird natürlich keine Zeit vergehen. Wir sehen uns in einem kleinen Moment. Bis gleich. Okay, Leute, da bin ich wieder. Weiter geht's. Musste ein bisschen längere Pause machen. Ich hoffe, dass ich gleich wieder reinkomme. Ach ja, wir waren in der Schule, haben gerade den Drehraum hinter uns gebracht und ja. Oh,
Warte mal, jetzt habe ich ein bisschen Sorgen. Bin ich bereit dafür, wenn das passiert? Waren dann die Verfolgungsjagden? Ja, ne? Okay, let's do this. Don't run. Peter. Wow! Ich glaube, zwangsläufig werden wir uns sowieso... it's all your fault. Wenn wir nicht dran vorbeikommen. Huch. Oh boy. Das war vielleicht nicht der beste Punkt, um wieder einzusteigen. It's all your fault. Oh. Okay, ich hab. Ich glaube, ich laufe im Kreis jetzt hier. Da war das Monster. Shit. Ich glaube, ich muss hier gleich einmal zu meiner Linken. Und jetzt hat mich's. Oh shit. Oh shit, okay. Der war. Ich bin an der Tür vorbeigelaufen gerade, ne? Aber ja, wir müssen es nochmal probieren. An der Laufsequenz. Boah, das war nicht der beste Punkt, um wieder einzusteigen. Why are you chasing me? Let's try again. Sowas finde ich eher ungeil, muss ich sagen, wenn es dann zu anstrengend wird. Also Spaß ist sowieso was anderes. Oh, Malaka. Okay, falsche Richtung hier. Da sind wir weitergekommen das letzte Mal. Fuck. Okay, also... Wir kommen wieder zu den Figuren, die auf einen zeigen. Das ist so Trial and Error, ey. So verlängert man auch die Spielzeit, auch wenn es natürlich ein Free-to-Play-Game ist und man vielleicht nicht nach dem gucken sollte. Not again. Not again. So, ich glaube, wir hatten uns hier hingegeben. Das ist natürlich schon ein bisschen deutlicher als bei PT, was hier passiert. Soll ich die Helligkeit vom Fernseher einfach höher stellen? Sehe ich ein bisschen mehr. Ah, schon wieder. Okay, das ist doch falsch. Ich dachte, vielleicht gibt es da noch einen Weg, wo ich nochmal dran vorbeilaufen kann. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. What am I supposed to do? Okay, okay, also. Again. Ein besseres Gipfel dafür, wo bin ich eigentlich gerade? Nicht durch die dritte Tür, glaube ich, ne? Ich tendiere, wenn ich jetzt durch die nächste Tür gehe, gleich wieder die nächste zu nehmen, aber ich laufe diesmal geradeaus. Dran vorbei. Okay, ich laufe nicht dran vorbei. Jetzt gehe ich mal rechts rum. Könnte es das sein? Immer noch nicht. Oder laufe ich jetzt rückwärts?
Okay, das war's, glaube ich. Why are you chasing me? Not again. Not again. What did I do to deserve this? Ja, und finde es. Kannst dich gehen, bis du es gefunden hast. Okay, was denn? Finde was? Ich glaube, jetzt kommt nur finde es von Maya. Sag mir einfach, wonach ich suche. Finde es. Oh, what the fuck am I supposed to find? Okay, atme erstmal durch. Noch kannst du nichts lesen. Okay, das kann ich gar nicht untersuchen, oder was? Doch, jetzt geht's. Mayas Tagebuch, 31. Januar. Ich bin seit heute Morgen nicht besonders gut drauf. Ich wollte mich mit Graffiti ablenken, aber ich war nicht bei der Sache. Vielleicht, weil Mama und ich uns gestritten haben? Eher nicht. Kam mir schon öfters vor. Ich weiß schon lange, dass ihr andere Dinge wichtiger sind als mir. So soll es wahrscheinlich heißen. Liegt es daran, dass mich meine Mitschüler geärgert haben? Unwahrscheinlich. Sie kennen mich nicht. Sie lassen ihren Ärger an mir aus. Es muss daran liegen, dass ich ihn und die Hoffnung, die er mir geschenkt hat, verloren habe, oder? Warum fühle ich mich so? So ging es mir noch nie. Also, sie hat ihn, irgendetwas verloren. Ihn und die Hoffnung, die er mir geschenkt hat. Also ein Gegenstand, der ihr Hoffnung geschenkt hat. Wenn ein Gegenstand damit gemeint ist. Oh, guck mal, das Gesicht ist jetzt da. Ach, und ich bin das Gesicht. The girl in this picture is Amelie. Oder Amelie, die natürlich auch längere Haare hat und eine Brille, so wie wir. Skizzenbuch. Sind das andere Skizzen? Der Typ kommt mir bekannt vor. Es ist der Bruder, vielleicht. Von Amelies Bruder, von dem gesprochen wurde. They're hurt. Where are you going? Yeah, that's right. Amelie. What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Das bin jetzt aber ich, oder? Oder soll es Amelie sein? Maya only ever cared about Amelie. Also doch, Amelie. Lass die denn, warum sieht ihr so? I was invisible to her. Ihr seht doch so ähnlich aus. Mach doch die eine wenigstens blond, damit man es unterscheiden kann. Also eigentlich war Maya in Amelie verliebt und nicht in Anita. Anita war die Beiständerin gerade in dieser Szene. Der Müll. Uff, Schwangerschaftstest positiv. Von wem, wie viel, wie viel? Warum, weshalb, wieso? Positiver Schwangerschaftstest, ey. Müssen wir wieder zurück? Okay. Library. So, I'm back at school. Wer hat dich geschwängert, Maya? There's no beauty in any of this. Sie hat auch das Armband, wie der Typ. Sorry. I was just thinking about something. In der Skizze. War doch ein Typ in der Skizze, oder? Mit dem Armband.
borrowed that book you wanted. I finished it, so it's all yours. I wrote my impressions in a letter. Read it when you get home, okay? Also jetzt hat Maya einen Brief geschrieben, aber ich dachte, wir schreiben doch. Als Anita. Oder ist Anita Maya? Maya ist fertig. Where was it? Was haben wir denn für Bücher hier? Die History of Humankind, Sapiens, Cherry Blossoms, German, Britan. Sally's Empty Dream, Mysteries of the Night. Also keine deutschen Bücher, außer German. Scientific Progress, Six Ways to Make Your Life Better. Und dann fängt es an, sich zu wiederholen. British Architecture, Landscape, Nightmare, Learn, Design, Wörter... Oh, was? Wörterbuch... Heiten. Wörterbuch. Britan. Ah, Wörterbuch. Britan. Okay. Weil da haben wir Brita, da haben wir Wörterbuch. Wörterbuch. Britan. Ocean View, Trick or Treat. Missing. Design, nein, Design hatten wir da wieder. Da sehen wir es vielleicht ein bisschen besser, ne? Wörterbuch, Britan, also irgendwas so in der. Oh, ein kleines German. Habits are everything. Dann wiederholt sich der Kram. Da, ist das deutsches Wörterbuch. Da haben wir es. Haben sie einfach einen langen Scheiter hingepackt. Physics. Da. Ah, hier sieht man besser. Möchte gern Langenscheid. Hier steht tatsächlich mal deutsches Wörterbuch. Da haben wir die Atlanten. Nein, Physics. Noch irgendwas anderes. Ganzer Brockhaus da unten, aber es ist ein Britan-Brockhaus. Es ist immer interessant, wie sie sowas auffüllen. Ne? Das ist Worldbuilding natürlich. Da haben wir wieder Zentralmuseum, alle Wege führen nach Rome. Ausland studieren, nein zu Drogen. Irgendwann sind sie auch mal fertig mit Flugblätter erstellen. Rückkehrregeln, ja wahrscheinlich wieder zurück nach dem Semester, nach dem Sommerferien sozusagen. Spätsommersemester. Meine Uni-Zeit ist auch lang her, Leute, sehr lang her. Ich bin in den 90ern zur Uni gegangen, seinerzeit. Aber ganz so, wahrscheinlich sieht es heutzutage so aus, nach den ganzen Jahren. Learn. Warte mal, was machen wir hier eigentlich? Suchen wir ein Buch? Da. Die Hexenjagd von Kettenstadt. In den 1930ern hat die deutsche Stadt Kettenstadt viele reiche Unternehmer angelockt und ist damit zeitweise zu großem wirtschaftlichem Wohlstand gekommen. Angeblich steckte hinter diesem Erfolg jedoch eine Japanerin, die Geschäftsmänner mit ihrer Hellseherei und ihren mystischen Kräften beraten haben soll. Also die Großmutter von Maya, wenn ich es, oder? Noch richtig im Kopf habe. Sie wurde später als die Hexe des fernen Ostens bekannt und war unter den Deutschen sehr angesehen. Doch 1947 schrieben die Unternehmer tiefrote Zahlen. Ein Großbrand griff im Industriegebiet um sich und zerstörte einen Großteil ihrer Fabriken. Die Hexe des fernen Ostens, die ins Krankenhaus eingeliefert worden war, sprang vom Dach des Gebäudes und nahm sich das Leben. Holy shit. Zuvor war bei der Hexe eine unbekannte Krankheit diagnostiziert worden und viele glauben, das Feuer hätte das Fass zum Überlaufen gebracht.
Einige Bürger behaupteten jedoch, dass die Hexenjagd an allem schuld war. Angeblich war die Partei des Bürgermeisters erzürnt über die Popularität der Hexe und nutzte den Brand als Ablenkung, um die Hexe insgeheim zu ermorden. Es gibt keine Beweise dafür und gemeinhin gilt diese Behauptung als Verschwörungstheorie. Doch die Partei erlangte nach dem Tod der Hexe tatsächlich wieder größeren Einfluss. Alles mit den Hexen hier, ey. Seitdem glauben die Bürger, dass jedes Anzeichen von Pech mit dem Hexenfluch in Verbindung steht. Werden wir vielleicht von der Großmutter von Maya dann verfolgt? Das sieht doch nach einem Buch aus, was sonst nirgendwo war. Das können wir uns angucken. Nee, es ist einfach The English Dictionary. Listen to the interaction. Irgendwas. Hier muss noch ein Buch sein, was ich mir angucken kann. Da. Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. Habe ich so eins mir ausgeliehen? Ach nee, ist es das, was wir von Maya gekriegt haben im Flashback? 1, 2. No way. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Also das 2 fehlt uns. Heißt das, wir müssen zur Schule wieder zurücklaufen, das Buch holen und hier reinpacken? Irgendwie so, ne? Aber müssen wir wieder durchs Labyrinth durch? Habits are everything. Uff, ein langer Schulgang. Sag mal, ich weiß nicht, ob ich's auf dem Kanal hier gespielt habe. Wir haben ja häufiger mal Puppet-Combo-Spiele gezeigt, die so Horror-Game PS1-Style machen. It's like that other school. Why does this always happen? I've never seen Maya like that before. Oh, wir kriegen wieder SMS. Die Puppet-Combo-Sachen sind härter. Wesentlich härter. Geht es dir gut, Anita? Du hast nicht geantwortet, also habe ich mir Sorgen gemacht. Du bist doch längst tot, Amelie. Entschuldige, ich habe gerade an Maya gedacht. Keine Ahnung, ob du das weißt, aber Maya wurde in der Schule gemobbt. Ja, ich habe sie doch gemobbt. Nein, ich weiß. Wirklich? Sag sie gleich, ich habe sie gemobbt? Aber sie meinte, es geht ja gut. Ich dachte, ich sollte die Sache ruhen lassen. Doch dann war es zu spät. Warum hat sie nichts gesagt, bevor sie starb? Ich wünschte, sie hätte mit mir geredet. Vielleicht hat sie mich nicht als Freundin gesehen. Ach, du warst doch ihre Freundin. Nicht wir. Oder kommt dann rum, dass Amelie und Anita die gleiche Person sind, weil wir eh ja auch gleich aussehen. Dann fusioniert das Hintergrundbild zu einem Bild. Achso, ich kann schließen. Room 209. So, wo war unser Spind? Da hinten, ne? Nein zu Drogen. Das war unser Spind. Maya's Locker. No, it's not here. It wasn't here before either. Aber Rasierklingen und also und wir sehen die Blutflecken dann überall. Oh, sehr viele Rasierklingen. Holy shit. Aber es könnte auch der Prank sein, sozusagen. Ah, und Witch und sowas. Ach, guck mal, auf dem Foto ist Maya drauf. Aber ist das nicht das Handy-Hintergrundfoto, nur ist Maya statt uns da? Weil Maya ist ja die Enkelin der Witch. Vielleicht wird das damit so gesehen. Okay, nicht hier. Da. Ist das unser jetzt? Amelie's Locker. In Amelie Spind ist es. It's just a novel. Wait a sec. Körpercreme. Ah.
Ach, wait. Sind wir zum anderen Spind? Darf ich es nicht mitnehmen? Aber Körpercreme. Bodylotion. Eins steht da. Haben wir vielleicht endlich mal sogar ein Puzzle? That's not it. Ja, ohne schneller laufen kannst du nicht wirklich die Interaktionsmöglichkeiten hier ausprobieren. Oder war da ein Prompt und den haben wir übersehen? Ach da. My locker. Why is it locked? Is there something I don't want to see? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. 1, 2, 3, 4. Die gleiche Kombination in meinem Koffer. Neuzugängen. What? Ist das mein Tisch? Liar, Witch. Sehe ich irgendwo eine Zahl? Noch mehr interagieren kann ich nicht. Was könnte denn meine Locker Number sein? Oh, warte mal. Japanese Novel? Nee, das untere Foto ist das, was wir im Handy haben, ne? Ist doch das hier. Aber warte mal, 2. Wir haben irgendwo eine 1 gesehen, da ist eine 2. Blau ist 2, 1 ist gelb. 3 ist rot. 0 ist weiß. 1 gelb. Okay, vielleicht sind die gefärbt hier, die Sachen. 1 gelb. Sind alle gelb. Fuck. 0, 1, 2, 3. Jetzt kann ich natürlich durchprobieren. 0, 2, 1, 3. Nee, das ist Quatsch. Warte mal, das müssen wir irgendwie vernünftig lösen. Wir haben dann eine 0. Ah, Moment. Ist es vielleicht, wir haben... Aber nee, ich muss hier in die andere Richtung gucken für die 2. Vielleicht ist es so ein Positionsding, ne? Dass ich an einer bestimmten Stelle stehen muss. Aber die sind jetzt hier eingefärbt. Wie gesagt, blau. Die 1 war gelb hier. Hinter mir ist die 2 in blau. 2, 1, 3, 0 probieren wir mal, wenn das die Reihenfolge ist. 2, 1, 3, 0. 2, 1. Nein. Dann vielleicht andersrum. 0, 3, 1, 2. I know what's inside. Okay, andersrum war's. Can't look away. Oh, wir waren die Mobberin. Was it inside the book? Es ist mein Spind. War ich die Mobberin? Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? To be beautiful and dignified for a fleeting moment. Simply by letting go of life. Daring to bloom, knowing it won't last. And so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty, if only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me
a whole new world. Gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me. They took him away. Geht doch um eine Person mit er, aber dann war Maya nicht verliebt in Amelie oder in mich, sondern in ein er, den Bruder von Amelie vielleicht. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different, hate them, try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I could run away together, Amelie. Just me and you. Dann war Maya doch in Amelie verliebt. Haben wir als Anita jetzt den Zettel rausgenommen aus Amelies Buch? Oder sind Anita und Amelie die gleiche Person? Maya. She was asking Amelie for help. But I just... Okay, dann war es meine Schuld, dass Amelie Maya nicht geholfen hat. Körpercreme. Maya, you have everything. You're way more talented than me. So why? Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there. Amelie is my friend. She's mine! I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. Ich bin der Mobber. Attention to me. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Im Ausland studieren. Wer hätte das gedacht, dass ein Protagonist von Silent Hill eigentlich der Böse ist, also wenn man das so interpretieren möchte. Kurz vor 6. It's all your fault. Ja, es ist auch irgendwie unsere Schuld. Oh, jetzt kommt wieder Verfolgungsjagd, okay. Und das ist wahrscheinlich Maya, die uns verfolgt. Und das sind jetzt alles Fotos geworden, ne? Jetzt laufe ich im Kreis. Shit. Oh oh. Oh oh. Das ist wieder Kreis, oder? Nee. Oh, wie viel denn noch? Das war nicht gut. Muss ich wieder dann an dem Monster vorbeilaufen jetzt. Ich glaube, ich bin wieder im Kreis. Jetzt ist auch mal gut.
komm. Das ist doch nervig. Was soll denn der Shit? Ah. Oh, nerv. Ja, sowas ist nicht geil, Leute. Selbst bei Free-to-Play. Damit muss ich mich nicht rumärgern. I'm sorry. I'm so sorry. Sowas muss ich mich echt nicht rumärgern. Muss ich gleich mal ein bisschen heller machen für mich. Damit ich einfach auch so in den dunklen Ecken mal sehe, wo ich gerade bin. So, und da steht das Monster jetzt gleich. Glaube ich, laufe wieder im Kreis. Ich finde das nicht geil. Also nicht durch die Tür gehen. Weil jetzt habe ich das Monster hinter mir gebracht. Jetzt kann ich durch diese Tür. Ach komm, wirklich? Das ist, glaube ich, die gleiche Stelle, ne? Ich glaube, ich war durch Tür 211 oder sowas gerade durch. Was soll denn das? Ist mega nervig. Are you here to punish me? Okay, falls das nochmal passiert. Sehe, mache ich das mit der Helligkeit hoch. Also wir brauchen das einmal mit der Tür hinten, damit wir wieder zurücklaufen. So, weil hier macht das Monster jetzt die Tür auf. Drehen wir einmal den Kreis. Jetzt können wir nämlich dran vorbeilaufen an der 210. Hier, genau hier wird das Monster gekommen. Warum fange ich nicht wieder hier direkt an? Diesen Shit nicht machen. 212. Hier, andersrum. Shit, falsch. Ich laufe wieder zurück. Ich laufe wieder zurück. Okay, und das Monster hat uns. Shit, wo bin ich hier? Jetzt will uns das Monster fangen. Das war gut.
Oh, wir sind wieder auf dem Dach. Okay. Puh. Komm, springen wir wieder runter. Aber das war dann die letzte Schlacht, weil wir herausgefunden, wir sind die Mobberin, die Maya umgebracht hat. Und jetzt sind wir dazu verdammt, selber uns umzubringen die ganze Zeit. Irgendwie sowas. Maya, I finally get it. I know what you wanted me to find. Anita, what's up? I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Oh, wait. Komm, das war's doch aber jetzt. Oder noch eine Schleife. Was bleibt denn da noch in Revelations? Schleife 3? Oh, Tatsache. What? Jetzt kommt der Abspann und ich muss es für ewig weitermachen. Wobei, oh, es sieht anders aus jetzt, ne? Ich bin jetzt in... I jumped off the building. Silent Hill Hill. Das sieht nicht mehr aus wie die Kellerwohnung da. Ich bin jetzt in Otherworld. Guck mal, da ist meine Leiche. Even if I die, this doesn't end. How many times do I have to go through this? Unendlich viele Male. Guck mal, jetzt ist Mayas Bild hinten auf dem Handy. Finde es. Wie kann ich dich dazu bringen, mir zu verzeihen? Bitte, Maya, sag es mir. Warum sagst du nichts? Liar, ugly, der blutige Futon. Wo ist meine Leiche? Ist immer noch hier? Mayas Tagebuch 2, 4. Februar. Ich bin aufs Dach der Villa gegangen und musste an das Mädchen denken, das sich ja letztes Jahr umgebracht hat. Wobei sich hier ja viele Mädchen das Leben genommen haben und angeblich waren alle Teens. Mittlerweile ist dieses Dach bekannt dafür, dass sich Leute hier umbringen. Als ich runtergeguckt habe, wurde mir klar, wie weit oben ich war. Der Gedanke an einen Windzug, der mich aus dem Gleichgewicht bringt, machte mir ein flaues Gefühl. Hatten Sie keine Angst? Was ging Ihnen durch den Kopf? Sprangen Sie vor etwas weg oder zu etwas hin? Also das ist jetzt die Other World oder wie auch immer, wobei wir sind wahrscheinlich eh schon die ganze Zeit in irgendeinem Purgatorium, wie auch immer. Don't you dare go outside. Don't you dare go outside. Ja, unsere Mutter hat uns unser Selbstwertgefühl geraubt und wir haben aus Angst Amelie als Freundin zu verlieren, weil Maya sie als Freundin haben möchte, den Zettel weggenommen. Der Zettel war genau das, was ausschlaggebend war, um No Hope Maya am Leben zu halten. Und jetzt sind wir natürlich total No Future. Jetzt sind wir nur total verzweifelt. 207, 208, 210. No exits.
lass bitte keine Verfolgungsjagd mehr sein, ja? Ist es okay, Spiel? Das Silent Hill-Phänomen. Die Suizidrate ist auf der ganzen Welt gestiegen, was maßgeblich mit dem unsicheren Umgang der Landesregierung mit der Covid-19-Pandemie und ihren Auswirkungen in Verbindung gebracht wird. Während dieser schweren Zeiten kam in vielen Gebieten auch ein seltsames Phänomen zum Vorschein. Betroffene behaupten, aus buchstäblich heiterem Himmel Nebel zu sehen und verlieren kurz darauf das Bewusstsein. Mittlerweile wird das als Silent Hill-Phänomen bezeichnet und wurde somit nach vergleichbaren Vorfällen in der gleichnamigen US-Stadt bekannt. Dr. XXX, wer auch immer, ein Sozialpsychologe der Universität XXX, wo wir den Namen nicht nennen wollen, hat eine erste Theorie zur Ursache dieses Phänomens geäußert, der sagt: Für jemanden, der psychisch instabil ist, steht Nebel für Unsicherheit und Sinnestäuschung. Unter starkem Stress kann sich die Sicht verdunkeln oder ein regelrechter Tunnelblick entstehen, als würde man durch Dunst warten. Soziale Verunsicherung oder Zukunftsängste manifestieren sich häufig als Nebel, wodurch die Grenzen zwischen Illusion und Realität verschwimmen. Mit jedem Tag mehren sich die Fälle des Silent Hill Phänomens. Als Reaktion darauf fordert Dr. XXX die... Da hätten die nicht XXX, Triple X als Abkürzung nehmen sollen oder als Text zum Kaschieren. Die schnellstmögliche Rückkehr zum normalen gesellschaftlichen Leben und einen Fokus auf die psychische Versorgung mit jungen Menschen. Ich werde wahrscheinlich, wenn wir durch sind, nochmal ein bisschen fazitieren. Ich weiß nicht, ob sie die Covid-19-Pandemie, das natürlich auch bei vielen sehr viel psychischen Stress dann ausgelöst hat, das als Grundlage für das Spiel genommen haben oder ob sich das dann angeboten hat während der Entwicklung des Spieles. Wobei ich sehr stark hoffen möchte, dass die Entwicklung von diesem Game einfach nicht mal 5-6 Jahre gedauert hat oder so. Das wäre recht schade für die Entwickler, wenn die so lange an dem kleinen Free-to-Play-Ding gesessen haben. Oder es sollte mal größer werden und es wurde dann ein Free-to-Play-Ding heraus, weil sie es nicht vernünftig verchecken konnten für einen Zehner. Das kann es vielleicht auch sein. Eine gewisse Wertigkeit hat das, aber it's no PT. Bei weitem, 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 weitem nicht. Bisher. Vielleicht kommt ja noch der coole Twist. But I don't think so. Das ist ja mein Haus, wo ich groß geworden bin. This is our living room. Medikamente. Dr. Schön. Bodylotion. Nicht Körpercreme. Dr. Schön. Dr. Schön. Also ich würde mir was von Dr. Schön kaufen. Keine Reflexion natürlich hier. Oh, stell dir vor, das ist dein Jugendheim, ey. Holy shit, wie dröge. Aber ein Flatscreen. No? Also, so lange her scheint es nicht zu sein. Wobei, die sprachen ja immer von 2021, 2022. 2011 sogar. Ja gut, Flatscreens gab es da ja auch. 29. Dezember 2011. Wir stehen endgültig nicht mehr in Kontakt. Ich werde ihn nie wiedersehen. Ich dachte, ich hätte mein Happy End gefunden, aber es war nur ein Traum. Aber ich habe nicht alles verloren. Ich habe meine Kinder, meine süßen kleinen Engel, die Licht in mein Leben bringen. Tagebuch der Mutter. Oh, ein Messer, ein Toaster. Schmutzig. Ist das ein Löffel da drin? Guck mal, das sind, obwohl meine Kinder, sagt sie, guck mal, das ist hier Mama, haben wir also, warte mal, hieß es, dass wir einen Bruder haben oder Amelie einen Bruder hat? Guck mal, jetzt wiederholt sich das hier. Jetzt sind wir wirklich in PT drin. Jetzt ist es aber eine Zeitschleife. Jetzt ist schon Mutter verlottert langsam. Good Cola. Sie trinkt sogar die Good Cola. Also jetzt, das hatten wir 29. Dezember 2021. Irgendwo, guck mal, die Mutter verlottert, kümmert sich um nichts mehr. Selbst unsere Sachen, unsere gemalten Sachen als Kindermüll in der Ecke. Februar 2012. Das ging aber, also es hat jetzt einen Monat gedauert, bis alles verlottert ist. Mein neuer Mann ist heute vorbeigekommen und hatte Pizza dabei. Kinder brauchen einen Vater, aber meine wollen ihn nicht. Er sah aufgebracht aus, als er gegangen ist. Hoffentlich hasst er mich nicht. 22. Februar. Meine Tochter hat ein Bild von unserer Familie gemalt. Wir lächeln und halten Händchen. Ich wünschte, sie hätte ihn auch drauf gemalt. Vielleicht ist dir nicht klar, dass er zu uns ziehen könnte. Nach einem Monat, nach anderthalb Monaten oder so?
Sie ist etwas langsamer als andere Kinder. Bestimmt wird sie bald alle überholen. Ich weiß, wie man ein Kind erzieht. Ich bin eine gute Mutter im Gegensatz zu dem herzlosen Miststück, das mich aufgezogen hat. Ich werde meine Kinder nicht mit Hass und Angst erfüllen. Und dann passiert sowas. Habe ich alles gelesen? Ja. Okay, nächste Schleife. Alles noch weiter verlottert. Oh, hier sind die neuen potenziellen Väter. Komm mal her. Weil Mutter ja nur Gutes für die Kinder will. Okay, 7. März. 2 Wochen später. 2 Wochen später. Okay, was ist 2 Wochen später passiert? Er war wieder da und hatte Pizza von einem neuen Restaurant dabei, von dem er lachend geschwärmt hat. Meine Tochter hat die Pizza gehasst. Sie ist sehr wählerisch. Ich sollte ihr wohl beibringen, Dinge zu essen, die sie nicht mag. Ich wurde als Kind auch dazu gezwungen und fand es furchtbar, aber es hilft wohl nichts. 22. März. Sind wir immer noch? Achso, jetzt nochmal. 2 Wochen später. Meine Kinder sind heute vor ihm ausgeflippt. Er kam erschöpft von der Arbeit und wollte sich nur entspannen. Sag mal, ist... Egal. Seinetwegen fühle ich mich so gut, aber ich kann ihm das nicht zurückgeben. Vielleicht bin ich nicht streng genug mit ihnen. Sie müssen verstehen, dass wir ihn brauchen, um ein glückliches Leben zu führen. Das ist vielleicht etwas hart, aber wenn sie eine Zeit lang kein Licht mehr sehen, erkennen sie sicher das Licht in ihm. 12. April. 3 Wochen später. Knapp. Er sagte, dass er sich kaum entspannen kann, weil das Klopfen an der Tür der Abstellkammer so laut ist. Wenn sie nur kurz still wären, wäre doch alles gut. Was stimmt mit ihnen? Oh, unsere Mutter hat uns in die Abstellkammer gestellt. Er kommt nicht mehr so oft wie früher vorbei. Ich muss mir wieder etwas einfallen lassen, sonst sehe ich ihn nie wieder. Also. Und bin ich auch jetzt... Jetzt bin ich auch kleiner, ne? Also ich... Ja, das, weil das in meiner Erinnerung ist. Guck mal, meine Körpergröße geht nur bis zur Türklinke. Und jetzt bin ich im Schrank. Ich komme nicht mal raus aus dem Schrank. I can't get out. Jetzt bin ich wieder Kind. Mutter hat mich und Bruder eingesperrt. In den Wandschrank, wenn der Stecher kam. Weil sie ist ja eine gute Mutter. Okay, aber... Kann ich nicht aufmachen? Also ich drücke den Knopf jetzt hier gerade, ne? Nicht so, ach, da unten liegt was. Okay, irgendwo liegt noch ein Foto. Hier hinten in der Ecke waren wir noch nicht. Aber ist auch nichts. Wieder ins Tagebuch schauen. Hier ist das Gleiche. Ah, an der Wand vielleicht? Nein. Gehst du jetzt auf? Nope. Gehst du jetzt auf? Nein. Ah, welches Prompt muss ich jetzt suchen? Das ist mir schon alles recht klischeehaft, muss ich echt sagen. An der Decke vielleicht. Muss ich das nochmal durchlesen? Sonst sehe ich ihn vielleicht nie wieder. Das ist das Einzige, was ich mir angucken kann. Soll ich übersehen, Prompt. Die Tür macht gar nichts mehr. Da ist eine Heizung. Oh. Ist bei der, irgendwas hat jetzt gerumbelt. Ah ne, wahrscheinlich, weil ich wieder die Tür probiert habe. Da rumbelt der Controller ein bisschen. Rumble in the Controller. Liegt hier irgendwas in den Schränken? Hä? What do you want from me? Wahrscheinlich habt ihr irgendwas in der Ecke aufblitzen sehen, mit dem ich interagieren konnte und dann habe ich es nicht gemacht. Vorbei. Der Prompt ist ja vom relativ alten. Das Buch haben wir gelesen. Modern Eating Habits. Ich versuche mal alles anzugucken. Aber es taucht kein Prompt auf.
Oder ist es verbuggt? Nein, liegt hier drunter nicht irgendwas? Liegt da unten nicht irgendwas? Komm, das kann es doch nicht sein jetzt. Unter der Bettdecke? An der Wand hoch? Kann ich hier rausgucken? Ich mache es mir fertig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dr. Schön, mal wieder. Und? Laydam. Beauty, irgendwas? Probier mal einen anderen Knopf. Kann ich denn was machen? Verpasse ich hier was? Stehe ich zu... Also ich kann selbst dahin gehen. Mit der Tür passiert nichts mehr. Vielleicht aber habe ich nur nicht den richtigen Prompt jetzt hier. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Das vielleicht hat sich's verhakt. Mal gucken, wo er mich rausschmeißt überhaupt, weil ich kann ja nicht manuell saven. Ich hoffe, es ist der Raum hier. Trigger Warning. Wirklich? Wieder ganz am Anfang von diesem Part? What? Ist doch nicht dein Ernst jetzt, mal überspringen wir. Machen wir mal schnell bis dahin. Was ist denn das? Was soll denn das? Ignorieren mal alles. Wahrscheinlich war ich gerade einfach nur zu blöd. Aber sicher ist sicher, wenn wir es mal einmal neu machen hier. Da ist unsere Wohnung. Ich habe auf Sandy selber selten geachtet, wenn sie das so hoch hält. Kann natürlich auch ein Hinweis sein. Me and my mom lived here. This is our living room. Komm, die Tür geht jetzt nicht auf, bis ich das Tagebuch gelesen habe. Dann geht die Tür auf. Okay, also irgendwas muss ich machen, damit die Tür dann aufgeht. Erst dann klappt es ja auch von händisch. Kann ich es nicht aufmachen. Nee, ich habe nicht alle Seiten gelesen. Pizza natürlich. Da klappt die Tür auf. Gespeichert, so. Hier, okay. Die verdammte Tür ist einfach nicht aufgegangen, ne? Weil es ist hier... Okay, dann hatten wir nichts verpasst. Es war tatsächlich verbuggt. Oh, und die Mama verlottert jetzt mehr. Oh, schau es dir an. Und jetzt steht da irgendwie 8. April oder so. 3 Monate nach dem Einzug. Holy shit, meine Liebe. 9. Mai. Meine Dame, das sind jetzt 5,5 Monate. Das passiert innerhalb von 5,5 Monaten. Seit wir ausgehen, anstatt uns zu Hause zu treffen, läuft alles gut. Er hat sich Sorgen um meine Kinder gemacht, deshalb hat er ihnen ein paar Bücher und Spielzeuge mitgebracht. Das wird sie beschäftigen, oder? Ich bin in letzter Zeit so oft unterwegs, dass es zu Hause recht unordentlich ist. Ich sollte putzen, aber wenn ich zurückkomme, bin ich völlig erschöpft. 25. Mai. Ich wurde vom Jugendamt kontaktiert. Irgendein herumschnüffeltes Luder oder Arschloch aus dem Gebäude hat gemeldet, dass in meiner Wohnung nachts ein Kind weint. Was wissen die schon? Die weinen noch tagsüber.
Er ruft in letzter Zeit kaum noch an, werde ich für immer allein sein. Alle anderen genießen das Leben, während ich mir für meine Kinder den Arsch aufreiße. Warum soll ich hier die Böse sein? 15. Juli, okay, jetzt ist immer noch mal ein Monat vergangen. Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich vielleicht gerade mit Freunden den Sommerurlaub planen. Mittlerweile ist alles egal. Ich krieche nur noch durchs Leben. Ich weiß, was in der Abstellkammer los ist, aber ich kann nicht hinsehen. Ich will doch nur glücklich sein. Was ist daran verkehrt? Ich bin durch mit allem. Das erklärt wahrscheinlich so ein bisschen, warum Anita so geworden ist, wie sie ist. Ja, wegen der psychisch labilen Mutter hat das Kind einen psychischen Schaden davon gehalten und wollte unendlich viel Angst davor gehabt, ihre Freundin zu verlieren. Mit Amelie an Maya und hat dadurch den Selbstmord von Maya verursacht. Stop! Und was ist mit unserem Brüderle? Mitteilung vom Jugendamt, Frau Christa Planert. What? Das sind deutsche Namen, ne? Wir haben mehrfach erfolglos versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten. Wir müssen nun davon ausgehen, dass Sie nicht vorhaben, etwas gegen den Sachverhalt zu unternehmen. Folglich verstoßen Sie gegen Artikel 1631 Absatz 2 des Bundesgesetzbuchs. Das Bundesgericht hat uns damit beauftragt, Ihre Kinder in unsere Obhut zu nehmen. Ist das der entsprechende Absatz? Ist es der korrekte, der da steht? Sollte doch, ne? Bitte wenden Sie sich schnellstmöglich an uns, wenn Sie Einspruch erheben möchten. Frank Fischer, Jugendamt Kettenstadt. Die Tür ist auch auf. Und ist das unser Wandschrank, wo wir leben? Holy shit, ja, guck mal, ach, guck mal. Und da kehre ich immer wieder zurück. Das ist mein Wandschrank, in dem ich gewohnt habe. Artikel über einen durch Vernachlässigung verstorbenen Jungen. Oh, mein Bruder ist versterbt. Da drin. Leichnam eines Jungen im Kühlschrank gefunden. Mutter festgenommen. 4. August 2012. Am 4. wurde der Leichnam eines Jungen im Kühlschrank seiner 41-jährigen Mutter C. gefunden, die daraufhin von der Polizei für das Verstecken einer Leiche festgenommen wurde. C. behauptet, sie hätte ihren Sohn als Strafe mehr als einen Tag in die Abstellkammer gesperrt und ihn dann, nachdem er sich am folgenden Morgen nicht mehr bewegte, im Kühlschrank versteckt. Die Ermittler führen eine Autopsie durch, um die Todesursache festzustellen. Holy fuck. Den Ermittlungen zufolge ist die Tochter von C. zu einem Nachbarn gelaufen, den Polizei anzurufen, ihre Mutter wegen Vernachlässigung anzuzeigen. Als die Ermittler bei dem Haus von C. ankamen, fanden sie den Leichnam ihres Bruders und verhafteten die Mutter, nachdem sie ihre Tat gestanden hat. Es mag alles super klischeehaft natürlich klingen, aber wir haben ja alle von solchen Fällen schon mal gehört. Das ist unsere Mutter, die uns da verfolgt. I'm a curse. You always said you'd be better off without me. You're not my daughter. You're burden. A curse for my mother. Der Kreislauf der Gewalt. Des Traumas. I am your daughter. And just like you, I'm cursed. Also es ist unsere Mutter, die uns da verfolgt. Und das ist, soll ein bisschen die Leiche vom Bruder repräsentieren. Am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. Wir haben auch in der Villa dann gewohnt. Also ich habe ein paar Gedanken overall.
Die werde ich aber äußern, wenn wir ein paar andere Sachen dann gehört haben. Oh nein, hier war der Bruder drin. Guck mal, das repräsentiert den Bruder. Deshalb ist auch der Babypuppe der Kopf abgefallen. Als ganz am Anfang vom Spiel. Komm, noch. Oh nein, nicht noch eine Verfolgungsjagd. Mamitschka, das ist nicht nett, was du da machst. Immerhin wache ich hier wieder auf, okay. Ah, ich habe doch extra gesagt, keine Verfolgungsjagd mehr. I'm sorry, Mom! Umdrehen, okay. Wir laufen jetzt durch unsere eigene Hölle hier durch. Oh fuck, es ist viel zu dunkel. Sorry, Frau. Oh, Malaka. Im Wandschrank. Okay. Oh, Malaka. Jetzt aber. Einmal im Kreis gelaufen. Jetzt kann ich durch. Oh nein. Nicht mal Mitschka. Ich lauf gleich in sie rein, ey. Oh, ich bin. Ich hasse das. Oh, ich hasse das wirklich, ey. Ich muss die Helligkeit mal höher machen. Ich sehe einfach den Wald vor lauter Bäumen hier nicht. Oh, ist das nervig. Ist das nervig? Oh, voll Bulle hier. Ja, fast. Oh, viel zu hell. Aber ich hoffe, ich erkenne jetzt mal was. So viel geiler heller ist es nicht. Wandschrank verstecken. Da liegt ja was. Okay, muss ich jetzt auch noch Items mitnehmen? Oh Mann, wo kommst du denn jetzt wieder auf einmal her? Also ich muss jetzt irgendein Item mitnehmen, ne? Das ist fucking Bullshit. Kann das, ist das vielleicht doch von Bloober Team gemacht worden? Die hatten in The Medium auch so kack Lauf davon Sequenzen. Hab ich gehasst, ey. Also, Foto nicht vergessen, wenn wir es irgendwo sehen.
what you drew me way back. You're into art, right? You could audit an art class. An den Kreislauf und kommen wieder durch. Shit, das ist so falsch. Oh, that was wrong. Oh. Also ich muss diese dummen Fotos alle einsammeln, wahrscheinlich. Fuck. Also es kann ein bisschen dauern, glaube ich. Kann sowas nicht ausstehen, ey. Emily! Maya! Jetzt sehe ich schon nicht mehr, wo ich hinlaufe. Was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier gelandet? Okay, das war's. Jetzt bin ich irgendwo komplett gewesen, wo ich bisher gar nicht war. Keine Ahnung, was da passiert ist. Okay, warte mal. Öffnen. Und wieder zurück. Und ich wieder in 20 Minuten. Was mache ich denn jetzt falsch? Ich glaube, ich drehe einfach viel zu schnell um oder so, ne? Argen. Wieder umdrehen, Tür aufmachen. Sieht richtiger aus. Ja, also da haben wir ein Bild. I really like what you drew me way back. Ah, warte mal. Die Bilder öffnen die Ketten an der Tür. Und wenn ich alle Bilder habe. You're into art, right? Okay, zwei Ketten weg. Ich muss zwei Bilder irgendwo noch finden. Da liegt bestimmt eins. Wo sind diese dummen Bilder? Oh, Mutter. Das ist nicht gut, was du machst, Mutter.
What are you hiding inside? Fuck off, ey. Das ist mega nervig. Okay, ich weiß jetzt, was das Rätsel ist, aber es ist ja mega fucking nervig, ey. Also ich muss diese vier Bilder finden und dann irgendwie wieder zurück. Vor diese verschlossene Tür, wo auch immer die war. Während die Mamitschka uns hier alle verfolgt. Wahrscheinlich hier in der Wohnung, ne? Diese direkt, wenn ich links hier gelaufen wäre, wäre ich bei der Außentür. I really like what you drew me way back. Ey, und dass das Licht auch noch so ausgeht dazwischen. Das ist dumm. Das ist wirklich dumm. You're into art, right? You could audit an art class. Warum ist es so dunkel hier? Wieso sehe ich nichts? Das hätte ich nicht machen sollen. You're way too hard on yourself. Geil. Lauf hier wieder zurück, fucking hell. Oh, das ist falsch. Da hinten. No. Bleib weg von mir. Das okay. Das sieht neu aus. Steht sie. Worauf wartest du? Okay, jetzt hat sie mich. Okay, jetzt raus. Wo auch immer das war. Das sagen. Nein, eine Kette ist noch. Fuck, eine Kette war noch. Ich fasse euch alle. Waren das nicht alle Ketten? Ah. Und ich dachte, ich hab's. 212 ist die Wohnung, ja? In der Wohnung links. Fuck off. Okay.
Also 5 Sachen eher. I really like what you drew me way back. Warum wird es jetzt so dunkel? Zwei, drei. You're way too hard on yourself. Oh, wieder zurück. Shit. Einmal im Kreis. Oh, Malaka. Zwei, drei, zwei, vier. 5 Stück, ne? Das haben wir schon. Das heißt, ich bin wieder in unserer Wohnung. Nicht geradeaus durch, sondern links raus jetzt. Zwei Zehen, gleich zwei Zehen. Jetzt noch nicht. Dass es jetzt nicht klappt, Leute, mache ich Pause in der Aufnahme und gehe es wieder on air, wenn ich es geschafft habe. Weil ihr müsst das Elend euch nicht immer angucken. Das war neun, ist glaube ich auch noch nicht. Wobei die Türen müssen jetzt nicht zwangsläufig immer neue Räume bedeuten. Oh, fuck. Hier war ich schon mal. Nicht 2,10. Geh mal raus. 2,11 ist besser. Einfach mal eine Toilette. Hier war ich schon. Oh nein, oh nein. Ah, fuck this shit. Ja, Leute, ich mache hier kurz eine Pause und ich probiere das jetzt weiter. Und wenn ich es geschafft habe, geht die Aufnahme weiter. Bis gleich. Fucking shit. Gibt es nicht, Leute. Der erste Anlauf, wo ich gesagt habe, ich probiere es jetzt die ganze Zeit und ich stehe vor der offenen Tür. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht direkt abkratze, weil ansonsten ärgere ich mich zu Tode. Aber es ist der fucking erste Anlauf, nachdem ich die Pause gemacht habe. Okay. Ah, fucking hell. Am I gonna be alone forever? Das war's hoffentlich, ey. Warte mal, jetzt kann ich aber die Helligkeit wieder runterpacken. Ah, oh, fucking shit.
So, ich war hier ungefähr, oder? Ja. Ah, Mann. Also jetzt kommt aber noch dieser ganze Mutter-Subplot hier rein. Das muss aber die letzte Jagd gewesen sein. Jetzt haben wir noch ein Rätsel in der Jagd gehabt. Mayas Tagebuch 3, 21. Februar. In letzter Zeit bin ich voll in meine Arbeit vertieft, denn ich sprühe die Mädchen, die sich vom Dach der Villa gestürzt haben. Ah, okay. Sie sprüht, also sie malt die Mädchen, die hier die Traumata haben. Das sind eigentlich Mädels, auch alle, die vom Dach gesprungen sind. Ich möchte gern glauben, dass sie jetzt an einem besseren Ort sind. Und vielleicht bin ich meine Verzweiflung endlich los, denn ich bin so inspiriert wie nie zuvor. Ich werde meine ganze Kreativität in das letzte Bild stecken. 4. März. Mein Dachgraffiti ist fast fertig. Das könnte mein Meisterwerk werden. Aber wenn es fertig ist, was dann? Bin ich kreativ genug, um mir was Besseres einfallen zu lassen? Vielleicht springe ich auch vom Dach. Hm? Wie lange bleiben mir der Ruhm und die Anerkennung von meinen Fans noch erhalten? Ah, die Gefahren der Social Media. Warten hinter der nächsten Ecke Verzweiflung und Enttäuschung. Die Traurigkeit, die mich so fest im Griff hatte, ist wieder zurück. Sie war wohl nie weg. Wer weiß, wie oft sie mich noch überfallen wird. Allein bei dem Gedanken läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Vielleicht sollte ich es beenden, während ich noch glücklich bin und aufhöre. Und wenn es am schönsten ist, ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Also sie hatte sich diesen Floh ins Ohr gesetzt, dass sie natürlich, wenn sie jetzt stirbt, bleibt ihre Kunst erhalten. Aber Amelie hat den Brief nie bekommen. Ach, mach mir das fertig. Es ist ein Skizzenbuch. Kann ich mir aber nicht anschauen. Aber wenn sie da Mädels gemalt hat, die runtergesprungen sind und das Amelie ist, das bedeutet, dass Amelie auch eigentlich runtergesprungen war. Vielleicht hat sich Maya wegen Amelies Tod umgebracht und nicht wegen uns. Geht nicht auf, okay. Ich bin mir irgendwie sicher, dass wir keinerlei Antworten kriegen. Oder zumindest keine zufriedenstellenden. Was ist denn jetzt wieder los? Habe ich jetzt wieder einen Prompt verpasst? Wehe, ich muss hier neu laden. Wobei er hat zwischendurch nochmal gesaved, ne? Sind eigentlich der einzige Weg jetzt hier. Ich sehe sonst keine Prompts. Wir können hier nicht durch die Tür. It's locked. It won't open. Ja, was denn jetzt? Ah, kann ich aus dem Fenster vielleicht? Skizzenbuch könnten wir ja auch nicht ansehen. Das Handy hat echt gut Akku. Also geht's. Ach, da. Ein Brief. Ich wurde angenommen von der Uni. Guck mal, Luftpost ist es sogar, ne? Beliebte Künstlerin tot aufgefunden. Ursache unbekannt. Am 13. März 22. Am 12. wurde die beliebte Graffiti-Künstlerin CB, Trey Blossom, mit bürgerlichem Namen Maya Arco Hindenburg, okay, gegen 13 Uhr in Kettenstadt zusammengebrochen auf dem Gelände eines Wohngebäudes aufgefunden. Sie wurde im Krankenhaus für tot erklärt. Der Tod des 18-jährigen Mädchens ist nicht nur für die Bewohner der Stadt ein Schock, sondern auch für alle, die mit ihren Werken vertraut sind. Die Behörden gehen von einem Selbstmord aus, doch da das Opfer beliebt war und in ihrem Umfeld niemandem etwas an ihrem Verhalten aufgefallen ist, schließen sie Fremdeinwirkung nicht aus und leiten Ermittlungen in die Wege. Wait. She killed herself half a year ago? And that means I've been here this whole time? What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. Skizzenbuch. Guck mal, das Ding hatte ja auch Maya am Arm. Unser Bruder von uns, Anita, der Bruder ist der, der im Kühlschrank war. Aber den können sie ja da noch nicht zeigen, weil der ja als Kind gestorben ist. Also ist vielleicht jemand anders. Wobei, Maya hatte ja auch einen Bruder. Ist das me? When did she draw this? Als du gestorben bist, Anita. I want to show the hidden side of girls. Impulses, their urges. What are you hiding inside?
worry about what people think. Be proud. So, she did notice me. Ja, sie hat dich natürlich bemerkt, weil du eines der Mädchen bist, die gestorben sind und sie dich deswegen gemalt hat. Und du versuchst deine Traumata zu verarbeiten von der Vernachlässigung der Mutter und des Todes deines Bruders. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. Tisch an der Schule, aber alle haben dich gehasst. I could have had a different life too. I guess someone finally did love me. Deutsches Schulsystem, ne? Skizzenbuch. You actually noticed me. I never thought you would. Emily, what should I do? Dr. Schön. So, geh zum Licht. Oben stehen schon Amelie und Maya und warten auf dich, damit ihr gemeinsam ins Licht geht. Aus dem Nebel raus. Oder ihr springt gemeinsam nochmal vom Dach. Ah, guck mal, das Dach. Oh, das Gemälde, was Maya auf dem Dach gemalt hat, was sie erwähnt hat. Für alle Mädchen, die gen Himmel gehen. Anita, what's up? I'm sorry, Emily. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said, I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Emily. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait! Anita! Calm down. Just listen to me. I just... Und sie springt nochmal. Emily. Nee, sie springt nicht. Ich habe einen Follower gekriegt. Lass uns doch morgen shoppen gehen. Wir können reden, nur wir beide. Ach, die Kraft der Freundschaft. Wir erzählen uns alles, was uns auf dem Herzen liegt. Geh nicht, Anita. Ich glaube an dich. Bitte verlass mich nicht. Ich habe jetzt niemanden mehr, weil Maya jetzt nicht mehr da ist. Und jetzt verschwinden auch die Post-it-Notes, nachdem sie sich verziehen hat. Für den Mord an Maya. Ich meine für das unfreiwillige Ableben von Maya. Wenn sie sterben würde, hätte sie ja auch nichts lernen können. I am here for you, Anita. Jetzt auf einmal ist die Grafik ganz flüssig. Connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that.
but I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Als ob das ein Kind dann geschrieben hätte. Ja, damit hätten wir wohl The Short Message dann geschafft. Also jetzt habe ich ja die ganze Geschichte erlebt, weil dann war ich mit Colin ungefähr bei der Hälfte angekommen, würde ich sagen. Wobei es geht wahrscheinlich noch schneller, wenn man sich nicht so dämlich in den Verfolgungsszenen da anstellt. Sehr gut, wir sehen hier, das Beste daran ist tatsächlich die Musik von Yamaoka. Masahiro Ito ist natürlich auch, glaube ich, war der Director von Silent Hill 2? Warte mal, gucken wir erstmal. Umzugstag. Es ist irgendwie beängstigend, meine Heimatstadt zu verlassen, aber ich werde schon klarkommen. Ich habe hier meine beste Freundin dabei. Ja, so die Musik und auch das Design vom Monster, vom Muttermonster oder so, ist ja alles in Ordnung. Der Rest, I don't know, muss ich sagen. Also, warum PT so gut funktioniert, ich glaube, die haben hier so ein PT-Ding versucht in der Richtung, nicht nur, dass es Silent Hill und Ego-Perspektive ist, sondern ein Shadow Drop, ne, dass man es gleich dann direkt spielen kann, wobei jetzt hier deutlich klar ist, dass es Silent Hill ist. Ich mach mal kurz auch die Musik. Moment, die so cool sie ist, ich werde mir sie separat nochmal anhören, aber es ergibt Sinn, wenn wir das mal ein bisschen leiser machen für jetzt, damit wir das Fazit machen können. Also, ja, sie haben versucht nochmal so ein bisschen so ein Silent Hills Ding zu machen. Bei Silent Hills war die Sache, Silent Hills hat nicht den Ego-Horror erfunden. Ja, solche Games wie Amnesia haben das popularisiert und festgelegt, wie sowas funktionieren kann. Da schon im Indie-Bereich sehr viele Nachmacher gefunden. Aber PT war auch eine Initialzündung, was am PT gut funktioniert. Du wusstest ja nicht direkt, dass es ein Silent Hill-Ding ist. Es war super kryptisch, es war sehr minimalistisch und es war enorm stimmungsvoll. Das hier ist alles andere. Also, naja, minimalistisch in der Form ist es jetzt hier kein pompöses Riesengame und so weiter, aber das, was kryptisch und voll zum Erkunden und eingeladen hat mit der Stimmung und so weiter. Hier sogar von wegen, du machst eine Tür auf und dann steht eine Gestalt, die dich verfolgt oder sowas, ne? was so nach längerer Zeit dann aufgetaucht ist bei PT, wird hier auch so versucht zu machen. Plump, muss ich sagen, ist das Wort eben. So die Thematiken, so grundsätzlich, hey, es ist ein Horrorspiel. Du kannst dir natürlich überlegen, oh, Silent Hill bedeutet das, dass also man einen Protagonisten hat, der vielleicht nicht ganz bei Sinnen ist und man auch nicht direkt genau weiß, worum geht es hier eigentlich, nach und nach so Sachen zusammenklaubt. Es bleibt natürlich für eine gewisse Art kryptisch. Aber dann, oh, Social Media, Selbstwert durch Social Media dann rausziehen, Traumata durch die Mutter, Vernachlässigung der Mutter, Traumata werden weitergetragen, Selbstwertgefühl, was weiß ich, das sind so ganz viele Sachen, die kurz so angerissen werden und es fühlt sich irgendwie so ein Mischmasch an Sachen an, während du dann ein Schema F Ego-Perspektiven, Walking Simulator, Lauf, davon Verfolgungssequenzen, Horror-Ding machst, wo du nicht kämpfen kannst und ey, also PT ist 10 Jahre alt, ja, ich habe so viele Ego-Horror-Spiele seitdem gespielt und ich muss, also ich weiß nicht mehr exakt genau, was passiert ist, aber ich musste jetzt so ein bisschen an Devotion zum Beispiel denken, wenn ihr euch dran erinnern könnt, das haben ja Katharina und ich auch vor vielen Jahren hier mal gemeinsam durchgespielt, das taiwanesische Game, was dann ja, um das die Kontroverse gab, dass dann der Druck aus China dafür gesorgt hat, dass das Game nicht mehr bei Steam gewesen ist, aber als wir es noch spielen konnten und so weiter, es hatte ja auch so mit Ego-Perspektive und Loops und so weiter zu tun, da konnte ich mich ein bisschen mehr drin fallen lassen und es gibt auch so viel Schlechtes in dem Genre mittlerweile und echt, ich kann nimmer, ne? Also selbst wenn Silent Hill draufsteht und du auch talentierte Leute wie Ito und Yamaoka hast, die an Schlüsselstellen hier miteinander arbeiten, ich weiß ja nicht, ne? Also irgendwie ist das hier nicht so ganz für mich zusammengekommen. Es hat ein paar nette Punkte, alles, ne? Und, also,
auch nochmal einen geschenkten Gaul schaut man nicht unbedingt ins Maul, wobei man sagen muss, ihr zahlt ja auch mit eurer Zeit dann dafür, ne? Und wenn euch das dann nicht so in der Form anmacht, weiß ich, ob die Entscheidung ist, da tatsächlich hier wirklich von Haus aus, von Anfang an so eine kleine narrative Experience zu machen, die dann Free-to-Play weitergegeben wird, oder ob es daneben entschieden wurde später, ey, das können wir jetzt nicht verkaufen, das glaube ich ist sinnvoller, wenn wir das den Leuten dann da weitergeben. Wenn ich dafür jetzt Geld ausgegeben hätte, mit dem Silent Hill Namen noch drauf, ein Zehner, ein Zwanni, viel mehr als ein Zehner bei dem Umfang hätte es eigentlich nicht nehmen können, aber ich glaube fast schon, wenn das verkauft worden wäre, wäre es vielleicht eher ein Zwanni oder so, von wegen mit dem Namen und dem Pedigree aus her, wird es sich für mich eben plump anfühlen, ne? Ich weiß nicht, ob das dann mehr gebracht hätte, wenn der Name Silent Hill dabei gewesen wäre. Können wir hier noch was hören? Das Bild der beiden. Also ja, ultra schlecht fand ich das jetzt hier nicht. Nein, also auch wenn ich jetzt hier Kritik und so weiter übe, aber ich muss also meinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Und Silent Hill bedeutet mir eben gerade mit dem ersten und dem zweiten Teil so enorm viel. Also das sind Spiele, die wirklich einfach in ihrer Art mit ihren Unzulänglichkeiten, wo dann eigentlich so viel zusammenkommt, ey, checkt die Let's Plays aus, die wir gemacht haben bei Rocket Beans, ne? Von 1 und 2 und 3 natürlich auch dazu, wobei bei 3 schon ein dezenter Abfall gewesen ist, was die Gesamtqualität dann anging, aber gerade 1 und 2 und vor allem auch mit der Musik und alles ausher, also ich werde mir den Soundtrack von Short Message nochmal ausführlicher anhören, die haben ja Yamaoka hier nochmal genannt, ob der jetzt nur das Ending-Theme gemacht hat oder auch die anderen, werde ich mir alles mal in Ruhe anhören und so, aber so ganz fühle ich das jetzt hier auch nicht, ne? Ist okay, dass wir es gespielt haben. Ihr könnt ja eure Meinung oder eure Eindrücke, was denkt ihr, wird das dem Namen gerecht? Ist es jetzt, oder stellt man als Serienfan zu hohe Ansprüche? Ne? So im Hintergedanken, jemand wie ich, der sehr viel Horror-Games schon gezockt hat. Was kann einem ein Silent Hill nochmal Neues bieten oder anders bieten, dass du sagst, ja, ich habe wieder das Gefühl wieder von damals. Also es ist interessant in dem Zusammenhang, wenn wir das hier nochmal so weiterlaufen lassen. Die Resident Evil Remakes, die rauskommen, die haben das klassische Resident Evil, finde ich, fantastisch in ihrer Form. Selbst mit dem dritten Teil, der natürlich dann inhaltsärmer gewesen ist, als man es vielleicht erhofft hätte. Aber auch der hat natürlich sehr gut bestimmte Sachen getroffen und so weiter in der Gesamtheit und alles. Schaut euch an, wie fantastisch ein Resident Evil 4, das Original, was eh schon fantastisch war, neu interpretiert hat für die moderne Zeit. Und ich weiß nicht, ob die komische Serie, die gekommen ist, von der ich leider nicht viel Gutes gehört habe. Ich wollte mir dieses Ascension, glaube ich, hieß es noch, da reinschauen, diese Choose Your Own Adventure-Geschichte. Und dann habe ich im Nachhinein so viel Schlechtes drüber gehört, so von wegen, es ist eines der schlechtesten Medien. Also vielleicht tue ich dem auch Unrecht. Ne? Ihr könnt natürlich auch in den Comments schreiben, wenn ihr die angeguckt habt, aber es hört sich für alles für mich ziemlich mies an. Dann kommt dieses kleine Ding, der Bloober-Trailer von Silent Hill 2 jetzt, der letzte, fühlt mich nicht zu sehr mit Vertrauen. Vielleicht habe ich mir das auch einfach nur auf ein zu großes Podest gestellt. Ne? Und man setzt zu hohe Erwartungen daran. Ein kohärenteres, interessanteres Erlebnis und nicht ein PT für in Anführungsstrichen, so ein bisschen Anführungsstrichen für Arme. Ne? Sehr überspitzt ausgedrückt ist dabei jetzt hier rumgekommen mit Short Message. Und ja, na, dann gehe ich erstmal schlafen und vielleicht wache ich ja morgen auf und dann fühle ich mich dann nochmal besser drüber. Aber so im Moment ist okay, dass man es durchgespielt hat, aber wenn ich Silent Hill drauf gestanden hätte, hätte es keinen gejuckt. Wäre es ein Spiel unter vielen gewesen und da hätte es auch nicht viel besonders dazu zu sagen gewesen. Da wäre es eins unter 8 Millionen Games auf Steam ungefähr. Aber gut, Leute, schreibt eure Meinung in die Comments. Das ist jetzt so mein Gedankensalat, der einmal rausgekommen ist hier dabei. Und bleibt hier auf dem Kanal drauf. Natürlich werden wir noch viel mehr machen in der nächsten Zeit. Gerade viele RPGs rausgekommen, es kommen noch viele RPGs raus. FF7 Rebirth, Dragon's Dogma 2 und so weiter und so fort wird hier auf dem Kanal natürlich auch behandelt. Und auch viel Horror-Krams und natürlich noch viel mehr. Ich war der Gregor. Ne? Checkt rpghaven.de aus, geht auf plauschangriff.de, wenn es passt für Podcast-Versionen und supportet mich gerne patreon.com/rpghaven oder steadyhq.com/rpghaven. Macht es mir möglich, solche Formate wie die hier und viel nochmal drüber hinaus zu machen. Das war das komplette Let's Play zu Silent Hill The Short Message. Was für ein Titel. Silent Hill The Short Message. Und ich sage Tschüss. Bis dann.